Schwangerschaft. Was machen wir nun mit dem angebrochenen Nachmittag? Es regnet unheimlich draußen. Mit Wegfahren ist wohl nichts. Aber mir kommt eine Idee. Ja, da bin ich gespannt, was du für eine Idee hast. Als du mich das letzte Mal vom Tennisclub abgeholt hast, da waren doch an der Bar der Richard und der John. Und die waren total begeistert von dir. Die waren von mir begeistert? Ja, und weiter? Ja, ich kann ja die zwei Jungs anrufen, sie einladen, dass sie herkommen. Was sollen denn die beiden hier? Ja, was schon? Ficken! Wie bitte? Ich soll mit den beiden ficken? Ja, hör mal, das ist ja wohl das Tollste, was es gibt, mit drei Männern zu ficken. Du, ich weiß nicht, Schatz, ob ich das kann. Komm, Rebecca, sei doch nicht so. Das wäre für mich das Größte, wenn du von drei Männern gefickt wirst. Na gut, Schatz. Du weißt ja, ich tue alles für dich. Mensch, Rebecca, da machst du mir eine wahnsinnige Freude. Da rufe ich doch direkt die Jungs an. Na gut. Ja, hallo. Spreche mit Richard. Hier ist James. Du, Richard, stell dir vor. Ich habe eben mit Rebecca gesprochen und sie ist bereit, mit uns drei zu ficken. Setzt euch so schnell wie möglich ins Auto und fahrt hierher. Ja? Bis gleich. Okay. Und tschüss. Hallo, ich bin der John. Angenehm, Rebecca. Ich bin der Richard. Hallo, Richard. Jungs, auf was wartet ihr? Holt eure Schwänze raus und sie kann uns allen mal schon einblasen. Hallo, hallo Frankfurt. Ah, das ist schön. Hallo. Ach, seid ihr süß. Ach, Reini, ich bin so... Ach nee, darf dich ja gar nicht anfassen. Angewidert. Ah, angewidert. Das Wort ist angewidert. Angewidert. Guten Abend, meine Lieben. Das ist aber sehr, sehr schön. Ich komme mir gerade vor wie so ein Perverser, der im Autohaus auftritt. So hat sich Rex Gildo früher gefühlt, weißt du, wenn du dann irgendwie das Bauhaus eröffnen musstest. Ich habe so ein bisschen diesen Disney-Cars-Moment. Ich habe das Gefühl, ich rede mit Autos. Hat da jemand ein Poster auf sein Auto geklebt? Ja, da hat jemand das Logo. Das ist ja wahnsinnig schön. Vielen Dank. Ja. Es ist so schön, dass ihr alle da seid. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben im Hotel gerade auch noch darüber gesprochen, wie peinlich es ist, das eigene Merch zu tragen. Also ich hatte bis heute Mittag noch so ein AAA-T-Shirt an, habe mich umgezogen und wir saßen vor einem Hotel. Ich habe irgendwie auf dem Handy rumgespielt und Basti fragte so, Reini, warum trägst du eigentlich dieses Shirt nicht mehr? Und ich guckte nur auf mein Handy und sagte, weil es peinlich ist, den eigenen Merch auf der Bühne zu tragen, guckte hoch und da stand er. Ja, das gehört dazu. Vielen Dank. Das ist wirklich, mein Gott, das ist wirklich traurig. Auf der einen Seite, es ist wunderschön, dass ihr alle da seid. Guck mal, was für tolle Autos wir auch haben. Wie uns ist eben erst aufgefallen, dass bei diesem Dialog, den wir gerade eingespielt haben, es doch, recht zünftig zuging. Und ich glaube, ungefähr... ich 20 E-Mails von Leuten bekommen habe, die ihre Kinder mit im Auto haben. Ich hoffe, die Kinder sitzen gerade mit Kopfhörern vor einer Folge Paw Patrol. Wer seine Kinder mit zu einer Veranstaltung bringt, die Alliteration am Arsch heißt. Ja. Könnt ihr einmal Lichthupe geben, wenn ihr Minderjährige im Auto habt? Herzlichen Glückwunsch. Ach, hier vorne auch. Ach so, ja Gott, aber du bist 17, mein Hase. Ja, mein Gott. Das ist nicht so schlimm. Da ist einem andere schon gehalten. So, wir setzen uns dann jetzt mal. Reinhard, das ist unser erstes. Wo hast du das Bier? Hast du das jetzt aus deinem Arsch geholt? Das stand da. Ach, guck, toll. Das stand so, da. Wir haben uns übrigens gedacht, wenn wir heute auf der Bühne stehen müssen, wir müssen ja im Gegensatz zu den meisten von euch nicht mehr fahren. Top. Deshalb dürfen wir die ganze Zeit Bier trinken, was wir sonst beim Podcast relativ wenig machen. Und wir sind ja hier in Frankfurt. Ja. Ich habe in Frankfurt tatsächlich meine Frau das erste Mal getroffen. Ja. Podcast-Hörerin am Bahnhof, haben wir in der letzten Folge auch erzählt. Und um das zu würdigen, habe ich Getränke mitgebracht für den Basti und für mich. Und zwar die Reste. Seiner Hochzeit. Von meiner Hochzeit letztes Jahr. Oh Gott, die Reinhard, Schnäpse meiner Jugend. Also... das war Reinhards geniale Idee. Er hat gedacht, wie wäre es denn, wenn wir nicht Leuten sogar Geld abknüpfen dafür, dass sie uns beim Labern zusehen, sondern wenn wir uns währenddessen auch noch erniedrigend volllaufen lassen. Da dürft ihr jetzt dran teilhaben. Reinhard, könntest du bitte, wir haben noch keine 3 Minuten angefangen. Du kannst ja, ist noch Zeit. Wie viele Pinchen hast du mitgebracht? Viele. So. Ja, das sind die schönen Schnäpse unserer Jugend, die wir früher mal getrunken haben. Hier, das kennt ihr auch alles. Dirty Harry.
Da fährt ein Mann Fahrrad. Hallo, Kuckuck. Mann, sind Sie von der Tour de France? Das ist aber ein wilder Hase. Jetzt fährt er wieder. Das ist, ohne Scheiß, ich hatte es mir strange vorgestellt, so euch zu sprechen, ohne dass ich euch sehen oder hören kann. Ja, und ohne Feedback, ne? Aber so gar nicht. Das ist total scheiße. Och, seid ihr süß. Oh, ist das... Oh. Der Reinhard kriegt schon wieder so eine rote Bombe. Die kriegt er immer, wenn er sich schämt. Guck dir mal diesen roten Kopf an. Kann man da dran zoomen? Das Schöne ist ja, wir haben gestern überlegt, was wir hier heute machen wollen. Ja. Gestern Abend. Wir haben uns eine Stunde am Telefon angeschwiegen. Und vorhin hinter der Bühne haben unsere Frauen uns einen Plan geschrieben, was wir machen sollen. Das steht jetzt da. Das Allerschönste war, dass wir telefoniert haben. Und zwar nicht freiwillig, sondern weil Reinhards Frau ihn gezwungen hat. Oh nein, das stimmt so nicht. Hallo Reinhard, du hast mit mir darüber geredet. Nein, die hat sich Sorgen gemacht, dass wir nichts Vernünftiges machen. Und wie man sieht, vollkommen zu Recht. Reinhard, du hast mich angerufen, hast mit mir so ein Pseudogespräch geführt, mir währenddessen SMS geschrieben. Ja, das stand, stimmt. Das sie steht hinter mir. Wir müssen so tun, als wenn wir was planen. Das hat er wirklich gemacht. Ach, meine Lieben. So, das erinnert mich halt übrigens... Im Mund. Oh, vielen Dank, Reini Bärchen. So. Was ist das? Das ist Danziger Goldwasser. Oh, Reinhard, was ist das für eine Rotze? Das ist ganz, ganz gute. Das ist ein aber das sieht, ehrlich gesagt, ist da Gold? Sind da ja, Gold? Da ist Blattgold drin. Ach, was ganz das, Feines. Ich betrink mich nur nobel. Prost. Auf dich, meine Hase. Boah, Reinhard, das schmeckt wie Katzenwichse. Was, ist, was für eine Geschmacksrichtung ist das? Gold. Es ist so, es fühlt sich so ein bisschen objektophil an, weißt du, so wie jemand, der auf Autos stehen würde. Das hat ein bisschen seltsamen Touch. Da vorne links, da steht einer ganz weit außen. Geht's dir denn gut? Da durftest du ein bisschen. Hast du Corona? Nein, ist alles gut, ne? Da winken sie raus. Das Schöne ist, wir dürfen ja nachher noch über die Autos drüber rutschen, ne? Wir dürfen nachher, das, genau, wenn dieser Quatsch hier vorbei ist, kommen wir auch bei allen, die stehen bleiben, noch am Auto vorbei. Reini hat extra seinen Nietengürtel angezogen, um sich mit seinem Arsch... Nee, mir ist ohne Scheiß, mir ist heute Morgen aufgefallen, ich habe ernsthaft genau die Jeanshose an, wo hier so eine Niete umgeknickt ist, die extra so scharf raussteht. Und du hast auch wieder deine flotten roten Schuhe an, Reini. Ja. Und das T-Shirt, das du seit 1987 trägst. Der Bielendorfer ist gerade extra noch mal ins Hotel gefahren, weil er Flipflops anhatte und nicht mit Flipflops auf die Bühne wollte. Das ist komplett richtig, weil ich habe Respekt vor meinem Publikum. Verstehst du? Ich will nicht, dass die Leute hier die alten Klüsen sehen können. Du hast mir, Reinhard okay, hat mir... Warum trägst du dann keine Tüte über den Kopf? Touché, Arschloch. Ja. Wir haben, Reinhard hat mir Hornhautsocken geschenkt. Oh ja, oh, sehr schöne Dinger. Hast du mal erzählt im Podcast. Hast du die mal ausprobiert? Nein, ich habe sie noch nicht ausprobiert, weil ich Angst habe vor diesem Moment, wenn sich eine Woche später wie so das Alien aus der Schale so die Hornhaut von meinen Füßen pellt. Nee, ist geil. Du machst dich auf dem Weg zum Badezimmer und hinterlässt Fußspuren, nur das ist deine Haut. Und nicht Gott, das ist widerlich. Nee, ist echt ganz geil. Also ich meine, ja, jeder kennt das. Ne? So, oh, ist eklig, aber wenn man irgendwo was hat, man zuppelt dort dann die ganze Zeit dran rum. Ne? Kennst du das, wenn man irgendwo so eine Schürfwunde oder so hat? Oh, Splitter früher. Kennst du oh, Splitter? Oh, ja. Ich habe immer im Revierpark Nienhausen Häuser gebaut aus so Holzpaneelen und hatte immer Splitter in der Hände. Ich glaube, ich habe bis heute noch eine halbe Eiche in der Hand, weil man die nicht mehr rausgekriegt hat. Da gab es ja die Klassiker. Mutti dann erstmal die Hand in warme Seifenlauge. Ja, hat absolut gar nichts gebracht, aber danach hatte man so eine Fischflosse. Schöne Erinnerung. Es ist dieses mit den Autos. Weißt du, woran mich das erinnert, Reini? Das erinnert mich so an den Objektophilen von Domian. Ich habe früher wahnsinnig gerne Domian gesehen. Gibt es nicht mehr, oder? Nee, gibt es nicht mehr. Ich habe Domian mal getroffen und hatte einen sehr peinlichen Dialog mit dem. Das war einer der ganz wenigen, ich glaube, ich habe es aber schon mal erzählt, Domian ist einer der ganz wenigen Prominenten, vor denen ich stand und wirklich gar nicht mehr wusste, was ich sagen sollte. Und dann habe ich ihn begrüßt und habe gesagt, oh Gott, Herr Domian, Sie waren immer meine Jugend. Erst Harald Schmidt, dann masturbieren, dann Domian. Das habe ich wirklich gesagt. Das war überhaupt, das kam gar nicht gut an. Der hat mich angeguckt, als wäre ich komplett gestört. Boah, ich stelle mir das aber auch schwierig vor. Ne? Wenn du so jemand wie Domian bist, da kommen die Leute ja nicht auf dich zu und sagen, hi, ich bin Klaus, ne? Meine Hobbys sind so, irgendwie, weiß ich nicht, meine Hobbys sind Modelleisenbahn oder so. Wenn du Domian triffst, ich glaube, die Leute erzählen ihm direkt die tiefsten, schlimmsten Geheimnisse. Ne? So, hi, ich bin Klaus und ich trage Windeln. So, ne? Weil ich drauf stehe. Der hat aber auch so eine verständnisvolle Ausstrahlung. Du willst dem was erzählen. Das so wie Ranga Yogesh war so ein bisschen. Ranga Yogesh habe ich nie getroffen, aber du das mal, ne? Ja, habe ich auch. Und John Pütz. John Pütz, der alte Ficker? Beim March for Science in Köln, da war ich Speaker, da durfte ich reden.
Ich glaube, niemand wusste, wer ich bin, aber ich durfte reden und zwar nach Ranga Yogeshwar und John Pütz. Danach? Ja. Die haben dich danach rausgeholt. Ja. Das ist so, als wenn die Rolling Stones auftreten lässt und dann kommen auf einmal die Randfichten. Warum wollte man dich denn danach holen? Vor allem, die haben schon alles gesagt, ich konnte nur sagen, so ja. Das ist ja ungefähr so erniedrigend wie deine Erfahrung auf der Messe damals. Das Große im ganz Kleinen. Das Bild, als wäre am Anfang unseres Podcasts, siebte, achte Folge, wo du mit der Hand im Gesicht auf diesem traurigen Stuhl siehst, wie so eine Hartgeldprostituierte auf so einem traurigen Hocker. Weißt du noch, dieser Blick? Ja, der ja, Blick, ich weiß der Blick, genau. Und alle anderen hatten so krasse Experimente aufgebaut. Ja, du standst da mit so einer Münze oder so einem Schall. Das war von ThyssenKrupp, war das. Der Ideenpark hieß das Ding. Das war um Schüler und so für Naturwissenschaften zu begeistern. Und unser Prof hat uns gefragt, ob wir irgendwie einen Stand für die Uni machen können. Und wir waren da vertreten mit so Kleinscheiß, ne? Irgendwie so eine Metallplatte und eine Plastikplatte, die du halt anfassen konntest. Dann fühlt sich die eine kalt an, die andere warm. Aber wenn du mit dem Thermometer misst, dann siehst du, die sind eigentlich gleich warm. Ist das und so, geil. Ne? Und ist da haben wir gesessen an so einem Tisch und direkt neben uns war irgendwie Mercedes oder so mit so einem riesigen Stand mit Hostessen, Catering und allem drum und dran. Geil, das steht war, da mit so einer Tupperdose. Das war so, könnt ihr mal reinfühlen, nee, das riecht nach Vanille. Das war einfach nur erbärmlich. Moment. Wir haben das Ganze aber nachher noch rumgerissen. Wir hatten eine gute Idee, beziehungsweise Nikolas, mit dem ich damals da war. Wir haben über Nacht Erbsen in Wasser eingelegt, dass sie so ein bisschen weich waren und haben dann eine große Packung Zahnstocher gekauft und haben am nächsten Tag aus weichen Erbsen und Zahnstochern Kristallgitterstrukturen nachgebaut mit Kindern. Das war toll. Oh, Reini. Das ist der Pädagoge in dir, der da rauskommt. Das ist, ne? Ja, das ist... Ich wollte ja eigentlich jetzt, wo ich neben dir sitze, fällt mir erstmal auf, wie hässlich. Ja, ist krass. Ne? Das ist echt schlimm. Wussten die Leute gar nicht. Das hat da einer geklatscht gerade. Bitte können die Ordner das Auto da entfernen? Irgendein. Dass da einer mit so einem roten Hotrod. Du bist auch nur hier. Du wolltest eigentlich erst mit dem Fahrrad vorfahren, ne? Du Poser. Wie geil ist das denn? Belgische mit Fahne. Der Belgien-Flagge. Das wird immer schlimm. Nein, bei Domian gab es, das wollte ich eben noch erzählen, da gab es ja mal jemanden. Also, es gibt einige Highlights bei Domian, aber unter anderem die Objektophile, die mit einer Jukebox verheiratet war. Boah, ich erinnere mich noch dran, dass mal so ein Typ angerufen hat, der irgendwie eine Beziehung zu einer Drehbank oder so hatte. Was immer ein Schaf macht. Ne? Ja, aber bei der Jukebox fand ich die geilen Infos, die sie noch hatte, war, sie hat die Jukebox hingestellt, hat Roy Black angemacht und sich selber mit dem Kabel, mit dem Elektrokabel gefingert. Du kannst dir vorstellen, ganz in weiß mit einem Blumenstrauß. Auch schön. Und dann gab es einen Typen, der war verliebt in eine Lokomotive. Der hat immer an der Lokomotive geleckt. Ah, an den erinnere ich mich auch noch. Wir hatten bei uns damals auf dem Schulhof eine Lokomotive stehen. Emma. Ihr hattet auf dem Schulhof eine... Warum warst du in der Werkstatt? Nee, katholisches Gymnasium, das weiß ich nicht. Ihr hattet eine Lokomotive auf dem Schulhof? Ja, hatten wir. Wollten die euch zu Zugführern ausbilden oder was? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hör jetzt auf, Schnipsel anzugehen. Hör auf damit. Du musst ja nicht. Oh, nicht diese billige Pissplörre. Hallo, Rainer. Das ist Pfeffi, die Festivalzahnbürste. Oh, nein. Die Leute wissen, was gut ist. Oh Gott, ey. Im Gegensatz zu Reinhard bin ich ja ein professioneller Unterhaltungskünstler, muss merkt man dazu man erwähnen. Nicht. Ja, ich weiß. Und das weißt du, wenn ich meinem Management erzähle, dass ich mir hier um die um 20.15 Uhr schon zwei Schnäpse reingetan habe auf der Bühne, mach nicht so viel. Oh. Du bist echt ein Schwanzpisser im Brauche. Hier, komm. Oh. Boah, Reinhard, das schmeckt wie Dol. Ja, das ist jetzt wieder Sache. Für frischen Atem. Und das, hört bitte auf damit, sofort. Wer hat euch eigentlich diese Ratatata-Dinger gegeben? Ich fand das so süß. Klatschpappe, man nennt das Klatschpappe. Klatschpappe? Ja. Ich denke mir, ist ein Pilz Klatschpappe. Weißt du, andere sagen das zu ihrem Justin Bieber Pappaufsteller Klatschpappe. Das ist die... Prost. Prost, Reini. Ja, ja, komm, also, ja. So viel muss sein, ne? Das wirklich Verrückte ist, wir haben ja ein paar von euch eben schon kennengelernt, die junge Dame hier vorne aus Rockenfeld, glaube ich, oder Rockenberg oder so. Rockenhausen, wo immer das auch sein muss, irgendwo beim Auenland oder so. Wir haben Menschen kennengelernt da vorne aus Augsburg, aus Hamburg. Ihr seid doch völlig bescheuert. Ich habe ja mal hier in der Nähe gewohnt. Ich war mal Hesse für fast ein Jahr. Ach, da in Obermörchen, ne? Nee, da habe ich gearbeitet. Obermörlen heißt es. Obermörlen. Und ich habe in Grüningen gewohnt. Eine Stadt mit 1000 Einwohnern.
Tja, also jede Stadt ist übertrieben. Ja, du Arsch. Das muss man sich mal vorstellen. Reinhard hat diese Arbeitsstelle nicht aufgegeben, weil es ihm nicht gefallen hat, die Kollegen oder sonst was, sondern weil er einen fucking Anzug anziehen musste. Und dafür hat er 4 Nettos ausgelassen. Du bist einfach so ein würdeloser Typ. Nein, ich habe Prinzipien. Kennst du nicht? Nee, ich arbeite bei den Medien. Prinzipien sind da ausverkauft, Reinhard. Stimmt. Boah, ist das Zeug eklig. Ja, das finde ich eigentlich. Guck mal, da steigt schon der Erste aus und geht nach Hause. Ist da ein Hund? Ihr seid ja verrückt. Macht bitte. Also Reini war letztens auch im Autokino. Solltet ihr eure Klimaanlage anmachen wollen zwischendurch und deswegen den Motor starten müssen, bitte keine Angst. Also wir sind nicht gestört. Wir verurteilen niemanden. Und wir freuen uns über jedes Signal, dass da einer ist, weil das ist im Moment wirklich, ja, hallo, Kuckuck. Ach, ihr Süßen. Das ist komisch, ne? Es ist anders. Also im Podcast ist ja sonst auch niemand da, ne? Und ich muss dich nicht sehen. Aber das ist trotzdem irgendwie anders, wenn man unterhält sich, weil hier sind ganz, ganz viele Leute, man hat das Gefühl, dass die Leute auf irgendwas warten und man... Du hast nichts zu bieten. Aber Reini, das ist dein ganzes Leben. Deine Frau, ich meine, das ist so süß. Weißt du, meine Frau hat von vornherein gesagt, du machst das schon. Und selbst wenn ich es nicht machen würde, also wenn das jetzt hier fürchterlich in die Buchse geht, was kümmert sie? Weil sie ist mit mir verheiratet, aber die ist ja nicht für mich verantwortlich, ist ja nicht meine Betreuungsperson oder so. Reinhards Frau dreht seit 2 Tagen frei. Die macht sich, hör auf, Goldwasser einzugießen, Reinhard. Das bitte, Reini. Ja, du musst ja nicht. Okay, trink einfach weiter. Und die macht sich wirklich bedeutend Sorgen, dass das hier schlimm werden könnte. Dabei haben wir so viele schöne Dinge, die wir besprechen können, Reini. Wenn ich jetzt diese ganzen Autos sehe, zum Beispiel, wie war deine Fahrprüfung, Reinhard? Welche? Ich hab Nein! Hattest du mehrere oder was? Ich hatte mehrere, ja. Bist du durchgefallen? Nein, ich habe ein Auto- und Motorradführerschein gemacht. Oh, ja, aber gut. Im Abstand von 3 Jahren. Also ich war einer von den ganz Dummen, die doppelt bezahlt haben dafür. Ach, kann man das zusammen machen? Man kann Auto und Motorrad zusammen machen. Zumindest konnte man das in NRW. Und dann bleibt dir eine Menge Theorie und so erspart. Als ich meinen Motorradführerschein gemacht habe, hatte ich, glaube ich, auch schon mein Diplom. Und du kannst dir vorstellen, wie unglaublich, unglaublich spannend es ist, sich als Physiker 2 Stunden lang erklären zu lassen, wie man einen Bremsweg berechnet. Ist top. Ja, das stelle ich mir aber unterhaltsam vor. Ja, ist großartig. Mein Fahrlehrer hat mich nach 40 Stunden, ich hatte insgesamt, das ist keine Übertreibung oder Scherz, ich hatte 58 Fahrstunden, bevor ich die erste Prüfung angetreten habe. Mit oder ohne Pflichtstunden? Da klappt gerade jemand sein Auto auf, Reini, was ist denn da? Der ist ja auch scheiße warm. Ja, aber der sieht ja nichts mehr und die Frau da drin sitzt mit dem Hund, das ist die arme Socke. Ist gut, red weiter. Ja? Ja. Also, ich hatte meine erste Fahrprüfung nach 58 Stunden und... Mit oder ohne Sonderfahrten? Also in den 58 Stunden waren die Sonderfahrten mit drin, also so Nachtfahrten? Ja, so? Ja, das war mit drin. Okay. Aber Reini, normalerweise sind 20. Nee, aber die Sonderfahrten sind doch schon 20 oder so. Nein. Oder warte ich 98? Ich glaube, ich hatte 98 Stunden. Ich hatte auf jeden Fall den Rekord gebrochen für den längsten Anlauf zur ersten Fahrprüfung. Und mein Fahrlehrer hat gegen mich damals, werde ich nie vergessen, Thomas Kessler, guter Mann, hat gesagt, ich bin der schlechteste und unfassbar unbegabteste Fahrschüler, den er jemals gesehen hat. Das fand ich auch ein nettes Kompliment, bevor ich dann zur Fahrprüfung antreten sollte. Und er hat noch 2 Kästen Bier gegen mich gewettet, weil ich so scheiße wäre. Hast du direkt bestanden? Ich habe direkt bestanden, natürlich. Aber nicht, weil ich so gut bin, sondern weil der größte Schneesturm in der Geschichte Gelsenkirchens über meine Heimatstadt gezogen ist. Und weil am Tag meiner Fahrprüfung einfach alles zugeeist war. Die Straßen waren vereist, die Schilder waren nicht mehr lesbar. Ich bin mit 20 zweimal die Hauptstraße hoch und runter gefahren. Irgendwann sagte der Fahrlehrer, ja gut, bringt ja jetzt irgendwie nichts. Und hat mir den Fahrschein gegeben. Top, Glück gehabt. Fahrt nie mit mir, glaubt mir. Es hat sich nicht gebessert. Ich bin vorhin mitgefahren, es stimmt. Ich habe bei meinem Autoführerschein auch ewig viele Stunden gebraucht. Ich war halt unbegabt. Gleichzeitig schalten, kuppeln und so war irgendwie kacke. Und hatte dann Autoführerschein, konnte mir aber kein Auto leisten. Meine Eltern hatten auch kein Auto. Also ich war, glaube ich, der 2. aus meiner Familie, der überhaupt einen Führerschein hatte. Und habe dann irgendwann gedacht so, Auto kannst du dir nicht leisten. Mach's mal Motorradführerschein. Motorrad ist billiger. Im Nachhinein klingt's bescheuert. Okay. Aber wenn man auf Sicherheitsausrüstung verzichtet, ist Motorradfahren wirklich billiger. Das stimmt, nackt, also, nackt auf einem alten Motorradfahren ist fast umsonst. Nee, also Helm, kurze Hose geht. Sollte man nicht machen. Nein, Motorrad immer in ordentlicher Schutzkleidung, auch wenn die teuer ist. Motorrad geht tatsächlich, ist auch gar nicht so dumm. Der Führerschein kostet zwar nochmal ordentlich Geld, aber wenn du ja niemanden hast, der in deiner Familie schon ein Auto hatte, dann fängst du bei einer Versicherung ja irgendwie mit 200% oder so ein Scheiß.
Aufpreis an. Das stimmt, man kann nicht von den Eltern die Prozente übernehmen. Nee, genau, ne? Das ist beim Auto sau teuer. Motorrad allerdings, wenn du gerade, selbst wenn du Fahranfänger bist, kostet dich das im Jahr 150 Euro oder so. Und du kriegst schon Schadensfreiheitsjahre. Also ich habe irgendwann dann, als ich mir ein Auto gekauft habe, war ich schon Schadensfreiheitsklasse 6 oder 7 oder so. Und da also, aber dann war warum billig. Hast du eigentlich dann, du hast das Motorrad verkloppt, weil es abgeschleppt und verschrottet ist? Nein. Ich hab, oh, das Motorrad ist eine schöne Geschichte. Das Motorrad. Ich hatte eine Kawasaki ER5 mit 500 Kubik und in der Spitze bergab mit Rückenwind hat die 220 geschafft. Mit deinem dicken Hintern? Mit meinem fetten Arsch drauf, ja. Bergab und wie gesagt ganz klein gemacht. Ich bin mit dem Motorrad tatsächlich sogar mal bis nach Italien gefahren an einem Tag. Also nee, an zwei Tagen. Zwei Tage bis Italien runter. Und dieses Motorrad hatte ich lange Zeit vor der Tür stehen, hatte halt keine Garage, stand rum, ich bin wenig gefahren und dann habe ich es einem guten Freund geschenkt, der eine Garage hatte und ein Haus in Köln und der halt auch Motorrad fand. Hast du das Motorrad verschenkt? Ja. Ich mache mir halt nicht so viel aus Geld und so. Du hast dir gerade Goldgeist auf deine Unterhose gekippt. Goldwasser. Ah. Ich habe es verschenkt, also einem guten Freund aus Köln geschenkt, der eine Garage und so hatte. Der hat es dann auch noch ein bisschen fertig gemacht damit. Irgendwie auch ein Jahr rumgefahren. Ich konnte es mir halt leihen, wenn ich nochmal eine Runde fahren wollte. Und der gute Freund hatte das in Köln an seiner Wohnung stehen, ist dann irgendwann umgezogen, weil er sich ein Haus gekauft hat und hat das Motorrad über den Winter halt an seiner alten Wohnung vor der Tür stehen lassen. War lange nicht mehr da. Was ihm nicht aufgefallen ist, war, dass dort, wo das Motorrad stand, irgendwann eine provisorische Bushaltestelle eingerichtet wurde und er eine Aufforderung bekommen hat, per Post das Motorrad dort weg zu, ne, also zu räumen. Der hat die Post aber nicht bekommen, weil er umgezogen ist und das mit dem Nachsendeauftrag nicht funktioniert hat. Was dazu führte, dass die Stadt Köln dieses Motorrad irgendwann abgeschleppt hat, dann eingelagert hat und nach 3 Wochen oder so, als die Kosten der Einlagerung den Wert des Motorrads überschritten nach haben. Nach 3 Wochen? Ja, mit Abschleppen und so. Ja, das war halt eine alte Möhre, aber ich habe es geliebt. Ich bin noch mal mit dir darauf gefahren. Ach stimmt, du bist bei den Zerlegern, ne? Oh, ja. Legendär. Stimmt, bei den Zerlegern kommt die sogar vor, die kleine Maschine. Auf jeden Fall wurde die irgendwann verschrottet von der Stadt Köln. Du hast mich auf einer Matratze gezogen. Ja, richtig. Stimmt. Wir haben im Rahmen unseres, ihr kennt uns ja, euch sind wir ja nicht bekannt über Alliteration am Arsch, sondern die meisten von euch sind Zerleger-Fans. Von damals beim ZDF. Damals die Zerleger, ZDF, wie so. Das war wirklich toll. Großes Kino, das war ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Das ZDF hat danach auch nie wieder uns nach irgendwas gefragt. Und da hat Reinhard mich mal auf seiner Maschine das Rheinufer lang gezogen. Ich lag auf einer Matratze und der Test sollte dienen dazu, dass wir die Strapazierfähigkeit von teuren und billigen... Es war genauso beschissen wie jeder andere Scheiß in dieser Sendung auch. Totaler Quatsch. Ja, aber genau, da habe ich das Motorrad benutzt. Auf jeden Fall, es wurde irgendwann verschrottet und besagter Freund hat mir erst ein Jahr später gebeichtet und hat mir zur Wiedergutmachung das Lego-Modell von der Saturn 5 geschenkt, das zu der Zeit nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich war, weil es überall ausverkauft war. Ich glaube, er hat den doppelten Preis dafür bezahlt und er hatte ein schlechtes Gewissen, als er mir das gebeichtet hat. Das war nett von Nikolas, guter Mann eigentlich. Nee, das war Pablo. Na, du schuldest dem eher was. Ja. Reinhard hat mal bei dem Mann gearbeitet, das kann ich kurz erzählen. Reinhard hat dort mal, das wirklich war, bei einer Firma, die hat er ja auch gerne mal erwähnt am Anfang unseres Podcasts, als PR-Manager gearbeitet. Die Bewuta IT. Die Bewuta IT, genau. Gute Firma. Und dann tolle Firma. Und da habe ich dann beim Junggesellenabschied seinen Chef kennengelernt, der dann erwähnte, dass Reinhards komplette Tätigkeit in der gesamten Zeit daraus bestand, dass er zwei Newsletter geschrieben hat in 1,5 Jahren. Ohne Scheiß, was bist du für ein Lowlife, Reinhard? Was hast du in den 2 Jahren gemacht? Ich habe 4 Bücher geschrieben. Ist ja auch völlig egal. Was war dein schlimmster Unfall? Ich erzähle dir von meinem schlimmsten Unfall. Das ist auch eine spannendere Geschichte. Ich hatte probiere in der Zeit mal einen anderen Schnaps. Och, Reinhard, Alter, Ja, wir haben noch. Also, war das Otto? Das war Otto, ja. Otto hat gebellt. Otto ist auch da, aber chillaxt gerade im Backstage-Bereich. Ich habe ihm aber schon mal Wässerchen hingestellt, falls er hier noch reinkommen möchte. Es ist so, ich hatte mal ein Date am Musiktheater. Hörst du das Lachen? Die war das Date, okay? Ein Date am Musiktheater. Ich bin mit der Wenn du danach Geld dafür bekommen hast, war das kein Date. Ich bin
Ich bin mit der jungen Frau in ein Theaterstück gegangen, okay? Aha. War scheiß langweilig. Aber egal, ich habe da gesessen und habe so getan, als wenn es mich interessiert. Oh, Dirty Harry. Habe ich seit 20 Jahren nicht getrunken, Rainer. Das letzte Mal, als ich getrunken habe, ist mir wirklich aus den Ohren wieder rausgekommen. Habe ich das letzte Mal bei Essen Original getrunken und danach gefeiert bei Culture Candela. Du kannst dir vorstellen, wie voll ich war. Ja, Rainer, also bevor ich dich zu, du siehst Hammer in deinem Outfit tanzen sehe von Culture Candela, würde ich sagen, da muss, das ist was ganz Feines. Oh. Sekunde mal, der ist von deiner Hochzeit? Ja, der ist ein Jahr alt. Oh, der geht aber. Nee, das ist ekelhaft. Nein, das ist gut. Der ist warm, Reinhard. Ja, ist doch egal. Also, es ist so. Ich habe dieses Date gehabt. Wer lacht, wird direkt des Ortes verwiesen. Es liegt... Ach, ich liebe euch. Ihr seid echt super. Es ist wirklich... Also... Der kommt mal sein Gesicht. Das ist, das muss man wirklich. Ey, allein. Wie diese Schlaganfallader aus deiner Rübe. Bist du ein Klingone? Jetzt hör nicht auf, dich zuzuhalten. Was ist denn das? Ohne Scheiß. Das sieht aus, als wenn du einen Rinderpenis unter deiner Kopfhaut hättest. Was ist das, Reinhard? Guck dir das mal an, Alter. Können wir ins Krankenhaus fahren? Ich schieb dich gleich ins MRT. Was ist, kannst du das mal filmen? Was ist das für eine Ader, Reinhard? Ist warm hier, ne? Nein, es ist nicht warm. Doch, du säufst die ganze Zeit, du Depp. Also. Mein Date. Entschuldige. Ich finde die Vorstellung so absurd. Entschuldige. Also wirklich, jemand, der irgendwie im Ferienlager die Chorleiterin gefingert hat, lacht mich jetzt aus. Die Frau war 65, Reinhard. Egal. Jedenfalls. Es ist so. Ja, bitte. Ich hatte übrigens mal, ich habe ja diesen anderen Podcast, Bratwurst und Baklava, wo ich irgendwie mit Özcan Kosa auch über Quatsch rede. Und dann habe ich über mein erstes Mal gesprochen. Der hat mich die ganze Zeit ausgelacht. Ich habe es gehört. Weil ich mit 17 das erste Mal Sex hatte. Und dann hat er mir inkognito erzählt, dass es bei ihm mit 13 war. Und ich habe gesagt, Alter, was ist bei dir denn los? Habt ihr nicht gehört? Jedenfalls, es ist so. 13, was für ein wilder Hund. Jedenfalls. Ich hatte dieses Date am Musiktheater. Das Theaterstück war scheiß langweilig, war, glaube ich, Emilia Galotti oder so. Das Einzige, wo ich das Musiktheater Gelsenkirchen kenne, ist, weil wir da von da damals mit der Caritas nach Föckinghausen gefahren sind. Ja, mein Leben war traurig als Kind. Ja, warum seid ihr denn vom Musiktheater, wurdet ihr da eingesammelt oder was? Ja, tatsächlich mit dem Bus und dann ging es nach Föckinghausen ins Sauerland. Das war das, was ich meine Familie leisten konnte. Ist traurig, ne? Das trink lieber noch ein. Ja, ja. Jetzt meine Date-Geschichte. Jedenfalls, ja, wir hatten dieses Date. Ich hatte den neuen Renault Scenic meines Vaters neu gekauft. Durfte ich fahren. Ne? Ich war 18. Lehrer Bonzen. Ein Renault Scenic, Reinhard. Das ist jetzt hier nicht der rote Hotrod da hinten. Ein Neuwagen. Es war ein Neuwagen. Ja, Entschuldigung, Kellerkind. Jedenfalls saß ich in diesem Renault Scenic. Wir hatten also zumindest so ein bisschen rumgemacht, ne, auf dem... Also doll war nicht. Jedenfalls saßen wir da und dann wollte ich, der Parkplatz war komplett leer, links, rechts, alles war frei und ich wollte so energetisch von diesem Parkplatz runterfahren, vom Musiktheater. Mit durchdrehenden Reifen oder so? Ja, so nicht, aber schon so ein bisschen, dass sie denkt so, huiuiui, der Bielendorfer ist aber ein Höllenhund, mit dem könnte ich doch heute Abend nochmal Huppi-Fluppi machen. Und dann bin ich... Ich will dich nicht runterholen, aber ich glaube, es hat noch nie irgendeine Frau, der Bielendorfer ist ein Höllenhund, mit dem kann ich mal Huppi-Fluppi machen. Also das war in der Eherede meiner Frau schon enthalten, das hat sie gesagt, das waren ihre ersten Gedanken. Jedenfalls, ich auf diesem Parkplatz Musiktheater Gelsenkirchen Vollgas gegeben, vorwärts, und ich wunderte mich, warum ich nicht vom Fleck kam. Dann habe ich die Handbremse gelöst, die war aber schon lose. Und dann musste ich feststellen, dass ich gerade der einzige Begrenzungsfall, der sich im ganzen Musiktheater Gelsenkirchen Massenparkplatz befindet, so ein 1 Meter hoher Pfahl, durch die Motorhaube des Renault Scenic bohrt. Und zwar komplett durch den Motor. Es war ein wundervolles Bild. Allein, dass es möglich war. Der Motor lief noch. Und es kam so oben raus, als wenn so eine Begrenzungspfahl geboren werden würde von meinem Auto. Mein Date neben mir schrie. Ich drückte weiter aufs Gas. Es war,
Ich habe Vollschaden. Es war 14.000 Euro Schaden oder so. Es war nicht so cool. Neuwagen. Kannst du dir vorstellen, bei meinem Vater, wie der drauf war? Ja, Basti, ist scheiße, ne? Nee, der war kurz davor, sich eine Schrotflinte zu kaufen. Ich muss gerade überlegen, ich glaube, also mit dem Auto hatte ich schon mal mit dem Auto einen Unfall? Du weißt nicht, ob du je mit dem Auto einen Unfall hattest? Ich muss gerade überlegen, ich hatte so viele Schrottkarren, die so viele Beulen hatten, ich weiß nicht, welche davon von mir war. Das letzte Auto, das Reinhard hatte, war ein Smart. Nein, das stimmt nicht. Der Smart war das erste Auto, das ich mir selbst gekauft habe. Es war ein Smart, und zwar ein Smart der ersten Generation, der am Anfang top lief. Ich bin mit diesem Smart, ohne Scheiß, in 2 Jahren 56.000 Kilometer gefahren. Ja, und zwar im Kreis in deiner Garage wahrscheinlich. Ich bin mit dem Ding bis nach Berlin gefahren. Wirklich? Ja. Reinhard, ich bin einmal mit dir gefahren, dann stiegst du irgendwo an der Landstraße aus, sagst, Scheißding, gingst zu diesem lächerlichen Mini-Kofferraum, holtest eine Brechstange raus und schlugst auf den Anlasser, bist wieder eingestiegen und weitergefahren. Ja, das Problem war, dass der Anlasser leicht kaputt war. Der hat so Kohlebürsten, die manchmal so festbrennen, und dann geht die Karre nicht mehr an. Dann musst du mit irgendwas auf den Anlasser hauen, dass sie sich halt lösen, und dann kannst du ihn wieder starten. Das wirkte als Fahrgast doch sehr vertrauensvoll, wenn jemand aussteigt mit einem Brecheisen in den Motorraum reinprügelt. Nee, war super. Also der Smart war toll. Danach hatte ich noch so ein Peugeot, so ein Cabrio von meiner Schwester geliehen. Ich hatte mein liebstes Auto bis jetzt war tatsächlich ein hier dieser Elefantenturnschuh, ein Opel Agila. Was ist denn ein Opel Agila? Opel Agila ist das zweithässlichste Auto, das es gibt. Das ist der Fiat Multipla, ist das hässlichste. Ja, das ist das hässlichste Auto. Okay, der Opel Agila kommt direkt danach. Da fährt einer ein Fiat Multipla. Der Opel Agila kommt direkt danach. Das ist der ist unglaublich praktisch. Der ist nämlich viereckig, aber sieht unglaublich beschissen aus. Den habe ich von einer Freundin für 200 Euro abgekauft. Für den Preis von einem Backofen? Ja, genauso fuhr der auch. Sag mal so, als ich das erste Mal in diesem Auto saß, ne, saß ich da, die Kupplung getreten, Bremse getreten, angelassen, habe geguckt, okay, kein Gang drin, habe die Kupplung losgelassen, der ist ausgegangen. Und dann habe ich gemerkt, oh, da war doch ein Gang drin. Aber das hat sich angefühlt, als ob kein Gang drin gewesen wäre. Das ist ein Qualitätsfahrzeug. Nee, war ein bisschen ausgeleiert. Der hatte halt auch schon ein paar hunderttausend Kilometer runter. Und mit dem bin ich weiß gar nicht mehr, 10.000 Kilometer in Summe gefahren. Der ist irgendwann verreckt. Und zwar, traurige Geschichte, als meine Mutter gestorben ist, auf dem Rückweg nach Hause. Und ich hatte da ist die Karre verreckt? Ja, da ist mir der Zahnriemen gerissen und ein Totalschaden im Motor. Das Schlimme ist, meine Mutter ist halt gestorben, wir sind dahin, ne, so heul, heul, wieder zurück. Und, ja, Entschuldige. Reinhard, warum das? Wieder zurück und kurz hinter Köln, Sambuca. Kurz hinter Köln ist die Karre halt verreckt, und da hat uns Pablo netterweise noch mit seinem Tesla abgeholt und nach Hause gefahren. Ein guter Mann. Allein, dass er jemand so Nutzlosen wie dir eine Arbeitsstelle gegeben hat. Ja, Wahnsinn, ne? Verstehe ich bis heute auch nicht. Vielleicht musst du dir irgendeine Quote erfüllen, was für nutzlose Physiker oder so. Nee, den stelle ich auch noch ein. Das war mein Opel Agila, und irgendwann, also mittlerweile habe ich einen Audi A3. Du hast ein Audi? Ich habe ein Audi. Du stehst doch in der Tiefgarage mit so einer Rotzkarre oder was? Das ist der Wagen meiner Frau. Ach so. Quasi. Du fährst ein Audi A3? Ja. Du kleiner Poser, seit wann das denn? Seit meiner Hochzeit, den habe ich geschenkt bekommen zur Hochzeit. Du hast ein Audi A3? Da klatscht jetzt bitte niemand. Du hast ein Audi A3 geschenkt bekommen? Mit 200.000 Kilometern auf dem Tacho. Okay, wer mag dich so wenig, dass er dir ein Audi mit 200.000 Kilometern schenkt? Ein Freund. Pablo auch schon nein. wieder? Nein, nein. Den habe ich von Nikolas geschenkt bekommen tatsächlich. Wirklich? Ja. Du fährst Nikolas alte Karre? Ja. Top. Tolles Auto. Nikolas ist wirklich ein guter Mann. Ist er. Ah. Wir wollen es nicht übertreiben. Bei einem so schönen Abend wie heute. Boah, wirklich wie Wichse, ne? Reini, ich habe jetzt schon einen drin. Ja. An so einem. Ach, wir haben auch schon eine halbe Stunde um. Ja, Gott sei Dank haben wir das schon hinter uns. Reinhard, du musst noch nicht fahren. Alles gut. Ach, guck mal, Markus Schick, das ist er, ne? Hallo, Kuckuck, Markus. Was für nette Leute. Da geht die erste kacken. Die hat aufgegeben. Das kann ich nachvollziehen. Könnte der Mann mit dem Fahrrad einfach noch mal übers Gelände fahren? Das hat mich sehr glücklich gemacht. Das irritiert so ein bisschen. Das ist gar nicht von uns. Ne? Nee, das ist eine türkische Hochzeit oder sowas. Also herzlichen Glückwunsch. Oder guck mal, die Hells Angels. Wäre geil, wenn wir gleich Stress mit dem Counter. Nein, hört doch auf, alles ist gut. Noch mal zurück zu den Autos. Autounfall hatte ich tatsächlich, glaube ich, mit dem Auto. Also,
ich war Beifahrer beim Unfall. Und zwar war ich mit einem guten Freund damals kurz vorm Abi, ne, man war so knapp über 18, gerade Führerschein gemacht und der Kollege hat sich den Wagen von seinem Vater geliehen, und zwar ein Volvo S80. Kennst du den? Schwedenpanzer? Ja, so ein Riesending, ne? Ja, so eine Limousine und das Ding fährt halt irgendwie 240 oder so. Wir schön, ne, mit etwas über 18 so, gib Gas, durch, ne? Mit 240, eine halbe Stunde über die Autobahn. Über das, die A40 in Essen, ne? Das Problem ist, wenn du eine halbe Stunde auf der Autobahn mit 230 oder so fährst, verlierst du ein bisschen das Gefühl für eine Geschwindigkeit. Und es hat sich herausgestellt, es ist nicht so geil, mit 130 in die Ausfahrt reinzufahren. Ernsthaft? Seid ihr da rausgeballert, oder? Ja, wir sind rausgetragen worden tatsächlich aus der Ausfahrt. Wir hatten aber Glück, da war ganz viel Wiese und so. Also wir sind einmal schön mit dem Firmenwagen vom Vater übers Feld und war nicht so schlimm. Nee, Unfall hatte ich mit dem Auto tatsächlich nicht, aber mit dem Motorrad habe ich mich viermal auf die Fresse gelegt. Viermal? Viermal. Und nie eine größere Verletzung davon getragen? Nee, tatsächlich nie eine größere. Das Schlimmste, was ich mal hatte, war mit, weiß ich gar nicht mehr, mit so vielleicht knapp 50, wenn überhaupt, auf nassen Straßenbahnschienen Vorderrad weggerutscht und einmal so schön lang über die Straße. Das war sehr unangenehm. Ja. Ich habe mal mit meinem besten Kindheitsfreund Pede zusammen, haben wir sein erstes Auto genommen, haben das besoffen. Nee, das darf man, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie strafrechtlich relevant ist. Das ist lange her. Ist hier jemand anwesend, der bei der Polizei arbeitet, dann einmal hupen. Gut, jedenfalls haben wir den Wagen genommen, einen alten Golf 2, weißt du, wo hinten noch so die Queen Edition oder so. Da ist ein Golf. Das ist doch kein Golf 2, Bursche. Nein, das ja, ist aber von der Polizei. Jedenfalls, ach so, ja, jetzt ist zu spät. Du hast aber eine lange Leitung für einen Bullen. Jedenfalls ist es so. Ich hätte gesagt, der ist schnell für einen Bullen. Reinhard, hör auf damit. Hier, Prost. Ja, das muss gehen. Oh nein, ich bärensaure Apfel, Reinhard. Ja, doch. Nee, das ist mir aus so viel Körperöffnung geschossen, das geht gar sei nicht. Sei froh, dass wir nicht Omas Schokogeheimnis dabei oh. haben. Oma, ach, deine Oma hat doch so gern die schwarzen Riesen geleckt. Gekaut. Oh, nee. Meine Oma oh. hat die schwarzen Riesen gekaut. Ja, deine Oma hat einiges gekaut. Oh, scheiße, das ist Ottos Decke. Reini, ich habe jetzt schon... Habe ich mir gerade mit Ottos Decke das Gesicht sauber gemacht? Ja, komm. Läuft gut. Also für die, die jetzt gehen wollen, wir könnten am Eingang das Geld erstatten. Reinhard hat seine 30 Euro dabei. Wir haben tatsächlich auch noch was vorbereitet, aber das kommt später. Haben wir das, Reini? Ja, so ein bisschen. Ne? Ja, ein bisschen. Hast du was vorbereitet? Ich wollte gerade, was wollte ich denn gerade erzählen, Reini? Wir waren bei Autos. Autos, Autos. Jetzt habe ich es vergessen, Reini. Und bei meiner Oma. Die alte Bitch. Nee, es ging. Hä? Golf 2, ja, guter Bursche, danke Markus. Also, mit Golf 2 war noch eine schöne genau, Geschichte. Genau, wir haben den Wagen, sehr gut, die hören noch zu. Also wir haben den Wagen besoffen, in Gelsenkirchen gab es den Mechtenberg, das war der höchste Berg der Stadt. Der war gefühlt 80 Meter hoch. Ja, das in halt Gelsenkirchen, ne? Ja, Gelsenkirchen. Und dann sind wir besoffen da hochgefahren und hatten die Idee, wir waren so 18, also beide, wie wäre es denn, wenn man den Wagen einfach nur runterrutschen lässt, dann ist es ja kein Fahren. Sondern nur rutschen. Aber, achso, ihr wart beide, also Peter hat einen Führerschein gehabt, du aber noch nicht, oder? Nee, wir hatten beide einen Führerschein, aber wir waren halt beide total betrunken. Und wir haben gedacht, wenn wir den nur runterrutschen lassen, dann kann ja, dann ist es ja, verstehst du? Es geht aber auch, dir ist klar, eigentlich geht es um das Führen eines Fahrzeuges, nicht um das Fahren. Ist mir dann auch aufgefallen. Jedenfalls sind wir den Mechtenberg besoffen. Also wir haben einfach die Handbremse gelöst, es war alles voller Schnee. Und wir sind besoffen den Mechtenberg runtergefahren, ohne dass der Wagen an war. Mussten dann aber auch feststellen, dass wir aufgrund der Betrunkenheit ihn nicht so gut lenken konnten und haben ihn dann einfach so in so eine Hecke reingelenkt von so einem Einfamilienhaus und sind dann weggelaufen. Ich weiß nicht, ob der Wagen da noch heute steht. Das gab damals ziemlich Stress. Ich habe viele so Erinnerungen von so Hecken. Ich war letztens mit meiner Frau Schloss Burg. Kennst du Schloss Burg? Das ist einer der sinnlosen Orte der Welt. Schloss Burg, keiner weiß, warum es Burg oder nicht Schloss heißt. Ich kenne Schloss Burg. Beck, aber... Schloss Burg ist auch sehr schön, das ist an einem Berg gelegen. Und da sind so kleine Einfamilienhäuser an diesem Berg und ich war mit meinen Großeltern mal da. Das ist wirklich, oh Gott, das kann man gar nicht erzählen, ich habe jetzt schon einen Schlappen. Wir kamen da rein, also nicht, wir kamen nicht rein, sondern wir waren an Schloss Burg. Und wenn man mit meiner Oma spazieren,
Hör auf, hier rumzusagen. Auf das Stromkabel, du bist doch ein Depp. Jedenfalls, wir kamen da in Schlossburg und meine Oma meinte, sie müsste mal. Und dann hat sie sich in ein Gebüsch begeben. Und ich bin mit meinem Opa so um dieses Gebüsch herumgegangen und meine Oma hockte, kackend, hinter einem Baum. Was gar nicht schlimm wäre. Das Problem war, sie hat sie nicht gesehen, dass dieser Baum zum Garten einer Familie gehörte, die gerade Kuchen aß. Und zwar 10 Meter entfernt. Die Eltern saßen da, die Kinder saßen da und meine Oma schiss in den Garten rein. Und der Blick war ja. Und ich war ja, schön, dass ihr Spaß habt. Also, guck mich doch nicht so an, das ist wirklich passiert. Ich frage mich gerade, wie wir vom Golf 2 zu deiner Scheiße Oma angekommen sind. Meine Oma hat da so reingekackt in den Garten. Ich werde das nie vergessen, das war so entwürdigend. Ich bin auch mal in Anglerteich reingefallen und habe mich an Brennnesseln wieder rausgezogen, weil ich so ein kluges Kind war. Und dann hat meine Oma mich vor diesen ganzen rotnasigen Anglern komplett nackt ausgezogen und abgerieben. Das ist eine der entwürdigendsten Erinnerungen. Nein, und ich war nicht 16, Reinhard, ich war 5 oder so, okay? Das war echt nicht schön. Dass du noch geradeaus, also dass du noch als Mensch sozial funktionierst, ist ein Wunder. Erstaunlich, ne? Ich hatte mit dem Golf 2 auch ein schönes Erlebnis. Der gleiche Freund, mit dem ich mit dem S80 aus der Kurve geflogen bin, der hatte selber einen Golf 2 damals. Und zwar so eine Rostlaube, die noch aus dem letzten Loch pfiff. Man musste so alle 100 Kilometer Liter Öl nachkippen. Ne? Mm. Also der hat gut Öl verloren. Und wir hatten dann immer so einen 5-Liter Ölkanister halt hinten im Kofferraum, den wir gelegentlich mal nachgekippt haben. Und irgendwann ging die Öllampe mal wieder an und da standen wir bei in Essen, kennst du noch Essen-Karstadt? Ja. Direkt in der Innenstadt, großes Parkhaus. Schön. Da habe ich mich piercen lassen, direkt nebenan, war eine gute Idee. Vom Typen, der gekifft hat währenddessen. Immer Gummihandschuhe anziehen, aber trotzdem Jolly rauchen dabei. Sehr hygienisch. Vollkommen okay. Auf jeden Fall waren wir in diesem Parkhaus und mussten mal wieder Öl nachkippen und haben gedacht so, ja komm, machen wir gehen wir kurz einkaufen, kippen vorher Öl nach. Ne? Nehmen so diesen 5-Liter-Kanister, versuchen dieses winzige Loch im Motorraum zu treffen, auf den noch natürlich komplett heißen Motor und kippen so einen guten halben Liter daneben auf den Motor, was zu einer nicht unerheblichen Rauchentwicklung führt. Das halbe Parkdeck war zugenebelt. Wir haben da irgendwann den Motorhaube zugemacht und gesagt, ach komm, gehen wir später, machen wir später nochmal. So, waren einkaufen, waren eine Stunde unterwegs, sind wiedergekommen, haben dann Öl nachgekippt, ne? Also ordentlich und der Motor war halt kalt, da ist immer noch ein bisschen was daneben gegangen, aber da ist nicht viel passiert. Und als wir dann losgefahren sind, haben wir so 10 Minuten später, als wir aus dem Parkhaus raus waren, dämmerte es uns, dass jetzt der Motor ja wieder warm wird und das Motoröl, das daneben ging, jetzt weißen Rauch entwickelt oder blauen. Also kurz gesagt, kann sein, dass ihr dämlich seid? Ja, richtig. Also an der nächsten Ampel, an der wir standen, hat es gequalmt wie Sau. War super, war großartig. Aber das ist dieses Schöne, wenn man 18, 19 ist, du machst dir ja erst Gedanken, wenn die Scheiße passiert ist. Ja, weißt man denkt nicht nach. Ne? Man denkt einfach nicht nach. Und das war gut, weißt du, heute machst du dir viel zu viel Gedanken um diese ganzen Sachen. Wir haben auch über den heutigen Tag nicht nachgedacht. Und schau mal, wie das top läuft. Wir haben so 5 Steps reingetan, ich fange an zu lallen. Läuft top. Guck mal, 40 Minuten haben wir. Reinhard, hör jetzt auf, ständig zu betonen, was wir haben. Das ist nichts, was wir abspielen. Leute, wir können so lange machen, wie wir wollen. Wenn ihr nichts vorhat habt, also ich habe heute Zeit. Also irgendwann, wenn die Schnäpse leer sind, müssen wir mal kotzen gehen. Aber das ist auch relativ selten bei Veranstaltungen, dass die Hauptakteure einfach während der Veranstaltung kurz hinter die Bühne gehen, um zu kotzen. Habe ich mal? Ah, bei Germany's Next Topmodel ist das vollkommen normal. Ey, ohne Scheiß, das muss ich jetzt, weißt du, nee, aber das ist sowas, komisch, dass du das jetzt sagst, weil da habe ich eben auch, Reinhard, bitte nicht Pfeffi, alles komm, aber nicht Pfeffi. Nee, das kennt das Waldmeister. Ach top, das ist cool. Jedenfalls, ich habe letztens noch Germany's Next Topmodel mit meiner Frau 10 Minuten geguckt. Meine Frau mit sagt deiner immer, Frau. Ich habe das mit meiner Frau geguckt, Reinhard. Ist klar. Und ich habe mich währenddessen wirklich gefragt, wer auf so, also wie ein Fernsehsender, für den ich ja auch arbeite und auch gerne arbeite, dankeschön. Beate Use TV, oder? Reinhard, ProSieben, du Wichser. Jedenfalls wie ein Sender, den ich an sich schätze. Das war der ohne Moral, ne? Reinhard! Reinhard. Jedenfalls wie ein, ich finde, Germany's Next Topmodel ist eines der menschenverachtendsten Drecksformate im deutschen Fernsehen. Im deutschen Fernsehen, ja, wirklich. Dankeschön. Man kommt sich mal vor, als wäre der Papst gewählt worden. Sagen, und das sagt der Mann, der zuletzt bei Grill den Hensler war. Grüße an Evelyn Bodecki, sehr gute Frau.
ist so, boah, ist das widerlich, Reinhard. Oh, der ist lecker. Das schmeckt, nein, das schmeckt wie altes Wassereis, wirklich. Oh, ich trinke den. Aber mal. Mit Alkohol. Ja. Das, oh, der ist, nee, ich erkläre auch kurz, warum. Hast du schon mal eine Folge Germany's Next Topmodel gesehen? Keine ganze, nein. Aber du hast schon mal reingeschaut, zumindest ja, so zu nach masturbieren. Nach 5 Minuten ist man meistens fertig. Oh, oh Gott, Mann. Nein, dafür darf es keinen Applaus geben. Jedenfalls, ihr seid so süß. Es ist, bei Germany's Next Topmodel finde ich, also, erstens Heidi Klum, eine meiner Masturbationsfantasien der 90er Jahre, muss ich mal sagen. Heidi Klum war mal heiß, als wir jung waren, weißt du noch? Die sind immer noch relativ heiß. Nein, die ist überhaupt nicht. Nein, die ist die absolute Soccer-Mom, die absolute Horror-Olte. Ich finde Heidi Klum ja, grausam, würde ich so, nee, ist eine ganz, ganz schlimme. Nee, nee. Nein, ich meine nicht optisch, aber die, Rainer, diesen Schnaps, den ich mitgebracht ja, habe, ich wirst warte, du jetzt nicht so verbrauchen. Warte. Der wird mit Geschmack getrunken. Jedenfalls, oh, hör auf, Sachen einzugießen. Ich bin wirklich schon lange in der Stralle. Jedenfalls ist es so, ich finde bei Germany's Next Topmodel, Heidi Klum finde ich katastrophal widerlich. Also wirklich zu einem Maß, ich möchte mir die Haut vom Körper pellen, wenn ich die sehe. Mit dieser aufgekratzten amerikanischen Scheißart. Und diesen Mädchen, meine Mädchen, weißt du, wahrscheinlich Frauen, die sonst, also diese ganzen Mädchen, die sie da umgeben, werden wahrscheinlich mit der Kohlenzange von ihr weggeholt, sobald die Kamera aus ist. Ich sag mal so, in der Fantasie unterhältst du dich auch nicht mit ihr, oder? Reinhard, es geht einfach darum, dass ich dieses ganze Format so seelenlos finde. Oh, warte mal, unsere Frauen hören das. Ne? Ja, sie sitzen da, du Arsch. Jedenfalls, ich kann mir Germany's Next Topmodel nicht geben und dann wurde letztens der Personality Award verliehen. Der Personality Award. Ja, also nicht nur, wer ist hier die beste Anorektikerin von uns, also wer hat am meisten gebrochen im Juni, sondern auch, wer hat die beste Persönlichkeit? Was, ohne Scheiß, was muss in Fernsehmachern seelisch und menschlich falsch laufen, 15, 20 unfertige Frauen, also seelisch unfertig, aus meiner Sicht noch nicht Erwachsene, gegeneinander antreten zu lassen, und die dann nachher noch zu sortieren nach ihrer Persönlichkeit und zu sagen, du hast eine wirklich tolle Persönlichkeit. Was heißt das für die anderen? Ich finde das so ein widerliches Signal. Aber meine Frau sagt immer, es ist wie in den Zoo gehen und den Affen beim Vögeln zuschauen. Irgendwie unterhaltsam. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Ich finde nee. Germany's Next Topmodel absolut Horror. Ja, aber das reiht sich halt ein in eine Reihe mit diesen ganzen voyeuristischen Fernsehsendungen, oder? Also ich meine, die gehen ja alle. Also das komplette RTL-Programm besteht aus sowas. Es kommt jetzt ein Format zurück, wo ich dich auch sehen würde. Ich habe schon mit ProSieben gesprochen, ob wir dich da nicht reinbringen könnten. Der 6-Millionen-Dollar-Mann? Das Model und der Nerd. Kennst du das noch? Aus Anfang 2000er war das mal. Das ist auch so. Model, auf, oder? Ja, du bist das Model. Genau. Nein, es gab ein Format für die, die es nicht kennen. Da wurden junge Gina Lisas, kann man nicht anders zusammenfassen, also junge Frauen mit Silikonhintergrund. Ich kenne das mit so. Also das waren nicht mal Nerds, das waren so Klischee-soziophobe Menschen. Also, Nerds meinst du? Nee, also die Leute wurden da auch vorgeführt. Also abgesehen davon, dass die Hälfte von denen wahrscheinlich eh Schauspieler waren. Die irgendwie. Es war, glaube ich, relativ viel echt, aber ich finde auch diesen Gedankengang, dass so Daniela Katzenberger-Frauen, die sich vorher noch irgendwie die Augenbrauen mit Edding auf die Stirnkante gemalt haben und sich irgendwie Aquariensilikon in die Hupen gepumpt haben, dass die jetzt hingehen und Leute, die schüchtern sind, versuchen umzumodeln zu coolen Typen. Was für eine Weltsicht vermittelt das denn? Also, was kann man denn von diesen Frauen lernen, was diesen Typen jetzt helfen würde? Warum sollte man die denn jetzt zu Don Juans rumformen? Warum wird sowas gemacht, Reinhard? Es geht ja nicht darum, was zu lernen, es geht da um Unterhaltung. Aber es ist nicht unterhaltend, es ist menschenverachtende Kackscheiße rein. Aber menschenverachtende Kackscheiße ist leider das, was viele Fernsehsender heutzutage unter Unterhaltung verstehen. Also, weiß ich nicht, wenn du dir das komplette Programm von Mario Barth anguckst, das ist ein menschenverachtender Kackscheiß. Und trotzdem füllt das Ding Stadien. Ne? Also, dieses ganze, meine Frau, ne? Ja, meine Frau auch, aber fick dich. Also, mal ganz ehrlich. Also. Naja, ich... Wir sind moralisch auch nicht okay. Wir sind moralisch auch am Arsch. Reinhard, wir haben gerade den Rebecca Ficky Ficky Porn gezeigt am Anfang. Was ist aus diesen Leuten wohl geworden? Richard und John geworden? Vielleicht sind die jetzt in der Klinik. Ist dir aufgefallen, dass damals schon bei Pornos die Gesichter von den männlichen Darstellern vollkommen egal waren? Du meinst, wenn man Richard und Johns Gesicht gar nicht sieht, ne? Ja, oder also ne, ist halt egal. Also ich finde ihn aber, den Schnubbismann am Anfang, finde ich schon top, weil man auf der einen Seite sieht, wie er auf der rechten Seite der Kamera den Text abliest und dann aber trotzdem mit so einer gewissen Energie da reingeht. Der macht ja mit den Augen immer so, ja, es ist so,
das man, ne? Ich habe ernsthaft schon überlegt, ob ich mir den mal besorgen soll, um ihn weiterzugucken. Einfach nur, um zu wissen, wie es weitergeht. Wie kriegt man den denn, Reinhard? Das ist ja, ich weiß nicht, wie der Film im Ganzen heißt. Das ist ja nicht der angebrochene Nachmittag. Man müsste mal rausfinden, wie der heißt. Aber, es gibt jemanden, ihr könnt bei Twitter mal schauen, der hat einen Twitter-Account im Namen von diesem strangen Typen und hat ihn Dr. William Forsyth oder sowas genannt und postet dann immer so Sachen so, hey, heute bei Alliteration am Arsch live, ich und Rebecca kommen direkt aus dem Tennisclub dazu. Ich muss immer sehr lachen, mir macht das viel Freude. Hast du auch vorher gedacht, das wäre dunkel hier? Ja, dachte ich auch, aber das ist egal. Ich komme mir vor wie bei so einem Trommelkurs für alte Frauen im Park. Wir haben ja sogar noch Experimente mitgebracht, wobei mir gerade dabei auffällt, dass uns Wasser auf wäre jetzt fehlt. Zeit? Nee, später. Wenn uns nachher mal irgendjemand eine Flasche Wasser hier hinrollen könnte, wäre das ganz praktisch. Die wäre für später ganz gut. Aber ist egal. Wo wir gerade bei Pornos sind. Ich habe noch was vorbereitet. Reinhard, hör doch auf. Was hast du denn vorbereitet? Ich weiß gar nicht, ob das das nächste in dieser Präsentation war. Ich guck mal. Warte mal. Geht die noch weiter? Genau. Seht ihr die Präsentation? Ja, ne? Und zwar... ja, ihr seht es. Sehr gut. Gute Leute. Und zwar die Frage an dich. Science? Science? Or Porn? Hast du Wichser aus dem Science kommen lassen? Ja, das habe ich heute Morgen um 8 Uhr gebaut. Ja, du bist wirklich ein ganz, ganz großer PowerPoint. Super, ne? Das ist Keynote. Und nicht, das ist Keynote, nicht PowerPoint. Und zwar habe ich mir gedacht, ich suche mal Bilder raus von verschiedenen Darstellern oder auch berühmten Persönlichkeiten und frage dich, ist das ein Pornodarsteller oder ist das jemand aus der Wissenschaft? Reini, meine Frau sitzt da. Wie soll ich jetzt sagen, dass ich die kenne alle? Okay, verstehst du? Ich sag, bei jedem habe ich noch nie gesehen. Kenn ich nicht. Warte mal, deine Frau hört dich ja nur, aber sieht dich nicht. Du kannst oder machen. Kennst du die Pornospindelgeschichte vom Zusammenziehen? Ja. Kennst du die? Ja, ja, habe ich die schon mal erzählt? Einmal hupen, wenn ich die Pornospindelgeschichte schon mal erzählt habe? Sehr gut, habe ich noch nie erzählt. Mach mal. Wahrscheinlich werden hinten gerade Schaltungspapiere aus. Also es ist ja so, wenn man mit Frauen zusammenzieht, ich muss mal aufstehen für diese Geschichte, wenn man mit Frauen zusammenzieht, ist es ja so, guck mal, jetzt wird der Stefan ganz nervös. Guck, Stefan. Wenn man mit Frauen, jetzt komme ich schon in so einen Moderationsmodus, du stehst hinter mir. Geh weg. Es ist so. Ich stell mich einfach auch mal hin, dann ist das, ne? Dann ist es weniger strange. Wenn man mit einer Frau zusammenzieht, ist es ja so, dass man verschiedene Dinge, Reinhard muss zum Beispiel seine exzellente Sammlung an Taschenmuschis erstmal verstecken, bevor du deine Frau geheiratet hast. Nein, die habe ich weggeworfen. Die hast du natürlich weggeworfen. Ich zum Beispiel ich bin ein Kind der 90er Jahre und Anfang 2000er. Das waren die Zeiten, wo man über E-Mule und E-Donkey Pornos gezogen hat. Und zwar mit 3,2 Kilobit die Sekunde. Das heißt, mit einer Geschwindigkeit, da haben sich die Bilder, also sagen wir mal, wenn man sich, fällst du schon jetzt um? Nee, oder? Leicht wird Störung. Genau. Ich lalle ein bisschen. Aber das ist, setz dich wieder hin und benimm dich. Läuft. Ich versuche jetzt diese Geschichte zu erzählen. Ich glaube, wir sind gar nicht mehr im Bild. Red weiter. Also, ich werde nicht jünger. Es ist so. Ich habe damals einige pornografische Videomaterialien von auf wie viel, von wie viel? Von, 500. Also, ich habe 500 Porno. Wir reden von Datenmengen. Weiß ich, 500 CDs, rechnest du dann mal 700 MB. Das ist ja nicht mal ein halbes Terabyte. Das ist Reinhard, es war in der Zeit, wo wir 3,2 Kilobyte gezogen haben. Hast du dir vorstellen, wenn du einen schleudern wolltest? Anfänger. Das war egal, jedenfalls. Das war die Zeit, wo die Bilder sich so langsam aufgebaut haben. Man dachte so, ist es ein Typ? Man weiß es nicht. Warst du nie auf Netzwerkfeier? Also, war der Grund für Netzwerkpartys. Der Grund für Netzwerkpartys war, dass man NFS Porsche oder Siedler 3 gegeneinander gespielt hat. Sowas halt, ne? Und Pornos getauscht. Ich wollte gerade sagen, deine Frau hört gerade eh nicht zu. Also. Meinst du, die ist wahrscheinlich sich schon einen Ball angegangen. Ich hatte jedenfalls diese Pornospindel. Und ich bin, bevor wir zusammengezogen sind, vor 15 Jahren, nicht auf den Gedanken gekommen, schläfst du jetzt ein? Was machst du denn da? Ich habe auf meine Apple Watch geguckt, was meine Frau mir schreibt. Jedenfalls, es ist... Und ich hatte diese Pornospindel bei meinen Unterhosen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich war da irgendwie eine innerliche. Jedenfalls 500 wundervolle CDs. So ein riesiger Turm. Ne? Und dann kamen wir da an mit ihrem Papa, ein paar guten Freunden von mir. Mein Papa. Oder? Ja. Unverschlüsselt auch alles, ne? Platinum Video CD. Ja, die Namen standen drauf, Reinhard. Jedenfalls kamen sie dann rein. Habe ich vorhin schon mal Amateur gesagt? Packte die Sachen so in Dings und nahm diese Spindel. Dankeschön.
Ein Applaus muss möglich sein. Wer war denn das überhaupt? Da freut er sich. Waterboy. Ah, der Waterboy. Jedenfalls griff sie dann diese Spindel heraus und obendrauf lag irgendwie fette Pflaumen frisch gefüllt oder sowas. Irgendwas sehr Romantisches. Jedenfalls ging sie dann so durch, guckte mich an. Guckst du sowas? Und ich wirklich den hier gemacht. Nee, habe ich noch nie gesehen. Dann also ich habe in meinem Leben noch nicht einen Porno gesehen, nur aus wissenschaftlichen Zwecken. Ja, genau, das habe ich dann auch zur versucht. Zur Erforschung meines und, Körpers. Aber ihr Vater stand daneben, ne? Und mein Vater stand daneben. Und dann nahm sie diese runter und sagte, schwarze Schlampen hart gebumst, was ist denn das? Ich sagte, das ist, weiß ich auch nicht. Also das muss... Vom Vormieter, ja, lag hier und, rum. Und ihr Vater stand ganz daneben, machte so und dann nahm sie das und schmiss das aus dem offenen Fenster raus. Und das Allerschönste war... Und dein war, Inneres so, nein! Und mein Freund Patrick ging so rückwärts durch die Tür und, man, aber, und dann war er weg und 10 Minuten später gucke ich aufs Fenster und er steht auf der Straße und sammelt diese Filme ein. Das war eine schöne Erinnerung. Oh, schön. Ja, kommen wir zurück. Kommen wir zurück. Ach, seid ihr süß. Kommen wir zurück zu Science or Porn. Nein, Reini, erzähl noch mal ganz kurz deine Pornogeschichte. Was Meine war der erste Porno, den du gesehen hast? Ich muss gerade überlegen, das war irgendwas mit einer Polizistin, die auf eine Party gekommen ist und dann ging es anders weiter, als ich erwartet habe. Sie hat also nicht alle verhaftet, willst du damit sagen? Doch schon, aber anders, als ich erwartet habe. Das war noch auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher, wo man Knöpfe gedrückt hat für die verschiedenen Programme. Ohne ja, lange Fernbedienung her. Oder was? Nee, ohne Fernbedienung. Also ja, so ohne Fernbedienung, so Knöpfe am Fernseher. Ja, sehr lange her, sehr lange her. Ich habe noch zu einzelnen Pixeln gewichst. Ja, richtig. Space Invaders hatte für mich was Erotisches. Oh Gott, kennst du das noch, wenn du, ich hatte eine Videokassette von meinem Vater, da war Land der Raketenwürmer ja, dran. Ja, kenne ich. Und irgendwann ist der Film vorbei und man spult noch mal 2 Minuten weiter. Und da war Insel der Lust und mit Katja Und dann kommt auch das Land der Raketenwürmer. Ne? Ja, aber meine Raketenwürmer. Und mein Vater hat sich immer schon gewundert, warum ich immer Land der Raketenwürmer gucken wollte. Und ich weiß noch, ich habe mich manchmal nachts in den Keller geschlichen, um Land der Raketenwürmer, also... Ja, ne? Ich verstehe, ja. Und ich weiß noch, dass meine Eltern in den Keller kamen, weil sie mitbekommen hatten, dass ich nachts um 3 in diesem Keller saß mit dem Videorekorder. Und dann habe ich, ich weiß noch, die kamen die Treppe runter und ich wie so ein Spacko einfach den Videorekorder Strom rausgezogen, mich auf den Teppich schlafend hingelegt. Also, ich schlaf im Keller. Wie rattendämlich musst du denn sein? Meine Eltern haben auch gedacht, warum liegt das Kind im Keller auf dem Teppich und pennt neben dem Videorekorder? Ich glaube, sie haben rausgekriegt, was los war. Ja, das Erzähl da, komm, mach deinen Scheiß. Achso, ja, jetzt. Genau. Science or Porn, da sind wir stehen geblieben. und zwar habe ich mal einige Bilder rausgesucht und habe gedacht, ich frage mal dein Wissen ab, dass du natürlich nur durch Recherchezwecke auf Wikipedia, damit du auch was sagen kannst, dir angeeignet hast, herauszufinden, ob es sich hier um einen Pornodarsteller oder einen Wissenschaftler handelt. Sind auch Frauen vertreten oder hast du nur Frauen, nur Männer benutzt? Nee, es sind tatsächlich relativ viele Frauen dabei und auch ein paar Männer. Fangen wir mal an mit diesem jungen Fashion-Typ hier. Lexington Steel. Ja. Oh scheiße, ich kenne ihn ja wirklich. Oh Gott, ist das peinlich. Richtig, das ist Lexington Steel mit bürgerlichen Namen Clifton Todd Britt. Der hat einen Pimmel wie einen Unterarm, das ist schrecklich. Der arme Mann, genau. Wenn der eine Erektion kriegt, fällt der vorn über. Auch genannt Lexington Dreiarm. Der kann damit eine Dose Bier aufmachen, das ist einfach schrecklich. Also du würdest sagen, das ist natürlich Pornodarsteller, damit liegst du richtig. Aber es hätte auch einen anderen Weg gehen können. Also er hätte auch einen anderen Weg gehen können, denn man, es wissen die wenigsten, Lexington Steel hat ein Diplom Was? In Geschichte und American Studies und arbeitete als Broker im World Trade Center. Ernsthaft? Bevor er sich in den Olymp der Pornogeschichte gefickt hat. Das ist aber wirklich als Diplom in Geschichte. Ja, das. Ich mach einfach mal weiter. Ich habe, ich glaube, 7 Stück insgesamt. Gucken wir, also ne, Porn, hast du richtig gesagt. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Was würdest du denn so vom Auftreten her sagen? Ja, das ist so ein Western, 50er, 60er Western-Heino, oder? Wer ist das, Reini? Du bist so ein Banause. Das ist einer der größten Wissenschaftler. Richard Phillips Feynman? Sagt dir der Name wenigstens was?
Weiß nicht, hat der Vierer-Szenen gedreht? Boah, du bist mit so ein... Richard Feynman war wahrscheinlich der bedeutendste... Kackekauer oder sowas, so richtig krass. So ein dummes Arschloch. Das war der berühmte, also der hat den Nobelpreis für Physik 65 für die fundamentale Leistung der Quantenelektrodynamik bekommen. Einer der größten Wissenschaftler, die je gelebt haben. Wirklich? Einer der Väter der Atombombe unter anderem. Ach, das ist aber nett von ihm. Ja, genau. Also, was Scientist. Hat er denn in der Hand da? Bongos. Er spielt Bongos. Warum spielt er denn Bongos? Richard Feynman war tatsächlich ein witziger Typ, weil der war zwar Wissenschaftler, ne, hat Los Alamos und so mitgearbeitet an der Atombombe und Professor für Physik, Nobelpreisträger, aber ich glaube, der hat mehr geknallt als Lexington Steel. Meinst du? Ja, wirklich. Du musst mal die Autobiografie von dem lesen, ist geil. Hat der richtig die Bongos ja, knallen lassen? Oder? Der hat die Bongos durch, ne, das so. Da haben wir diese junge Dame. Jessica Steinhauser. Ist das Asia Akira? Ist das Asia Akira, Reini? Asia Akira? Nein. Ist so eine Manga-Darstellerin, für die, die sie nicht kennen. Akira ist ein Manga, also ist ein Anime, ja. Aber nein, das ist nicht, aber geht nicht in die Richtung. Was würdest du sagen, Science or Porn? Reini, die hat einen scheiß Helm auf dem Kopf. Warum hat die einen Helm auf dem Kopf? Das ist ein Nudelsieb. Ja, dann wird sie eine Science. Könnte man denken, ich habe dir noch ein anderes Bild eingepackt, da erkennst du sie wahrscheinlich besser. Es Asia ist, Carrera, das ist Asia Carrera oder Jessica Andrea Steinhauser. Diese Dame wirst du wahrscheinlich eher erkennen, wenn sie so aussieht. Oh ja, das habe ich noch nie gesehen. Noch nie gesehen, genau. Diese Dame ist eine Pornodarstellerin. Was? Allerdings ist es eine Pornodarstellerin mit einem IQ von 156, Mitglied in Mensa und ist quasi scheinfrei in Japanisch und Business-Scheiß. Hat in jungen Jahren in der Carnegie Hall Klavier gespielt und so weiter. Hat sich aber irgendwann dazu entschieden. Flöte. Ja, genau. Hat sich irgendwann dazu entschieden, das Instrument zu wechseln. Aber warum hat sie den Nudelsieb auf dem Kopf? Ist bekennendes Mitglied der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Asia Carrera? Ja, was man auch hier auf meinem Unterarm sieht. Das ist The Flying Spaghetti Monster. Und hat es tatsächlich geschafft, in ihrem Heimatstadt Utah mit einem Nudelsieb auf dem Kopf auf ihrem Führerschein abgebildet zu werden als religiöse Kopfbedeckung. Aber... Ist das, also ist die gleiche Frau links und rechts? Ja, es ist links und rechts die gleiche Frau. Make-up kann viel. Alter, die sieht links aus wie Yoko Ono mit dem Nudelsieb und rechts nicht wie Yoko Ono mit dem Nudelsieb. Ja, das, ja. Ich mach mal weiter, ne? Nein, ich mach mal weiter. Also da haben wir Porn, ich habe noch so ein paar. Ach, der unsterbliche Ron Jeremy. Was krass, natürlich. Du hast ihn auf diesem Bild erkannt? Ja, finde ich krass. Hätte ich nicht. Ich hätte ihn auf diesem Bild nicht erkannt. Ich habe extra deshalb noch das Bild rausgesucht. Oh, der sieht, ohne Scheiße, der sieht eins da aus, als hätte man Alf vom Melmark rasiert, der alte Ficker. Und Ron Jeremy, was viele nicht wissen, kommt in der Szene von Ghostbusters 2, jetzt kommt wieder Basti Nerd Talk, in der Szene von Ghostbusters 2, wo sie diesen Schleim in die, habe ich noch nie drüber nachgedacht, die spritzen Schleim in die Freiheitsstatue und da hat kein Drehbuchautor gesagt, das ist irgendwie schwierig. Okay, bei Ghostbusters 2 von euch, die ihn nicht kennen, wird am Ende ein Gemälde lebendig von Igor, dem Zerstörer oder so, weiß nicht mehr, Vigo. Gespielt von einem deutschen Preisboxer, der übersynchronisiert wurde und beleidigt war und dann nicht auf den roten Teppich kommen wollte, weil man seine Stimme ersetzt hat. Wusstest du nicht, Reini, ist ja auch egal. Jedenfalls steht in der Menge, wo die Freiheitsstatue, guck mal, da geht der nächste Scheißen, wo die Freiheitsstatue, hallo aber Bursche, guck mal, wie er so tut, als wir sehen dich doch. Ist alles gut oder hast du Durchfall? Muss nur? Ja. Wir wiederholen uns gleich einfach nochmal, damit du nichts verpasst, Hase. Schön. Das Wiener, ich mache das in Vorlesungen übrigens auch. Wenn Leute aufstehen und rausgehen, dann spreche ich die mal direkt an. Das ist super geil. Unangenehm. Aber ja, das Schöne ist ja, dass die Leute auch immer so rausgehen, als wenn wir sie nicht sehen würden. Mein Gott, es ist taghell. Ich mache das aber auch, also in den Vorlesungen mache ich das, weil ich Spaß dran habe, die Leute zu demütigen. Du bist ein schlechter Mensch. Ron Jeremy steht jedenfalls in der Szene, wo die Freiheitsstatue durch New York läuft und nachher mit dieser Fackel, die sie hat, haut sie ja durch diese Glasdecke durch. Und da steht Ron Jeremy in der ersten Reihe neben Dan Aykroyd als Extra. So, Reini. Was hat Ron Jeremy gemacht? Also Schauspieler? Oder? Naja, also ist der größte Ficker der Pornoindustrie. Der ist schon legendär, ne? Ja. Und auch Ron Jeremy hat ein dunkles Geheimnis, denn der hat Theaterwissenschaften studiert und als Lehrer gearbeitet. Wirklich? Ja, ernsthaft. Oh, wow. Aber du hast natürlich vollkommen recht, der kommt aus der Kategorie Porn. Porn. Diese junge Dame. Noch nie gesehen.
Ist das Puma Sweet? Nein. Nein, das ist Missy Woods. Missy Woods. Klingt Missy aber ein bisschen wie, als würde die beim Urmel aus dem Eis holen. Was wäre denn dein Tipp? Die Woods. Science oder Porn? Nein, die ist bestimmt auch Wissenschaftlerin, wenn du die schon so aufgeführt hast. Nein, Reini. Natürlich nicht, ist Porn. Aber die hat einen Bachelorabschluss in Psychologie. An der University of Texas? Ja, und trotzdem Porn. Also auch, Reini. Selbst für uns besteht noch Hoffnung. Wir könnten noch Pornodarsteller werden. Ja, aber für so richtig kranke Scheiße, Reini. Trotz akademischem Abschluss. Also wenn Alliteration gar nicht mehr läuft, mache ich dir einfach einen Haufen auf den Bauch. Machen wir nochmal kurz weiter. Wir klicken die mal schnell durch. Diese Alter, junge Dame. Ist das nicht die Mutter, der Vater von Kim Kardashian? Wie heißt der nochmal hier? Das, nee, hier, der sich hat nur Bruce diese, Jenner. Diese Dame heißt Frances H. Arnold. Frances H. Arnold. Arnold. Die ist bestimmt, die ist Science, ne? Ja, ist sie. Was hat sie gemacht, Reini? Du Pisser, was soll ich die denn kennen, mein Gott? Die hat letztes Jahr den Nobelpreis bekommen für Chemie. Für die gerichtete Evolution von Enzymen. Ja, kann ich dir hinter der Bühne mal genauer erklären. Was heißt aber das, Reinhard? Hör dir Minkorrekt Folge 100 Scheiße. Nein, so windest du dich nicht raus. Was ist die gerichtete Evolution von Enzymen? Die hat Enzyme so verändert, dass die Asen, die werden ja immer mit Asen abgekürzt. Nein, sag es jetzt. Was hat die gemacht? Oh, guck mal, mit dem Präsidenten. Ja, die hat, ne, also trotzdem, den schwarzen Großen hat sie trotzdem erwischt. Reinhard! die hat... Ist es nicht Lexington-Stil? nee, die gerichtete Evolution von Enzymen ist tatsächlich, die hat Enzyme mit, also so sich fortbilden lassen, dass die gerichtet eine bestimmte chemische Verbindung herstellen. Habe ich vor 2 Jahren mal erklärt, weiß ich doch jetzt nicht mehr, keine Ahnung, machen wir weiter. Es sind noch nicht mehr viele, es sind glaube ich noch 2 Stück. Diese junge Dame. Oh, das ist ein flotter Hase, aber die kenne ich auch nicht. Nein, ja, du zeigst mir viel neues Material. Nie, die habe ich noch gesehen. Kannst AJ du googeln, Bailey. Willst du dir aufschreiben? Ja, nö, auch das merke ich mir rein. Auch diese Dame, wie du wahrscheinlich schon erwartest, das kommt aus der Kategorie Porn, hat aber einen Masterabschluss in Anthropologie und Museumswissenschaften. Das scheint irgendwie kein gutes Feld zu sein, um Kohle zu machen. Aber wenn man ehrlich ist, also ich glaube, sich durchnudeln lassen ist finanziell eigentlich auch ganz gut, oder? Ja, wahrscheinlich schon. Ich warte ja immer noch drauf. Ne? Reini, die Chancen stehen bei dir immer noch gut. Ich glaube, dass die Porn... Gottes Namen, Mutti! Zu guter Letzt. Jetzt Bilder von deiner Oma hier reinschneiden. Nein, aber meine nicht Oma so gut. War hässlicher. Annie Sprinkle. Annie Sprinkle oder Alan F. Steinberg. Das ist, sie hat ja schon einen Kittel an, aber warum hat sie so ein Bustier offen? Was glaubst du, Science naja, oder Porn? Naja, Science, ne? Nee, tatsächlich Porn. Was? Aber auch Science. Annie Sprinkle, eine Pornodarstellerin über mehrere Jahre. Allerdings muss man sagen, Alan Steinberg, eigentlich Dr. Steinberg. Der hat nämlich einen Doktor Sexualwissenschaft. Ja gut, also ich meine, wenn du irgendwas brauchst, wenn du Pornodarsteller bist, dann einen Doktor in Sexualwissenschaft. Ja, dann das. Ne? So viel zu Science und Porn. War ein kurzes Zwischenspiel. Ich wollte dir eigentlich nur näher bringen, dass die Damen, zu denen siehst du dir häufiger einen Begeisterung sieht anders ja, aus. Ja, merke ich. Weißt du, wie viel Mühe ich mir damit gegeben habe? Interessiert doch keinen. Seid nicht so begeistert. Es ist schön, mir Reinhard dabei zuzusehen, wie er eine rote Bombe kriegt. So, welchen Schnaps hatten wir denn noch? Ich habe Freunde, die haben Beleuchter beim Porno gemacht. Echt? Ja, bei so einem Kamasutra-Porno. Ich hatte Bekannte, die haben welche synchronisiert. Oh, das würde ich so gerne machen, ne? Reini, das auch, ne? Mal ohne Scheiß, man kann ja alles synchronisieren, ne? Werbung, Film, aber Pornos? War die Handlung jemals relevant? Ja gut, aber ich will ja schon wissen, worum es geht. Ob die jetzt fuck me, fick mich oder oh, nimm mich. Oder so, ist mir auch scheißegal. Oh, nimm mich? Was, ich, also, was sagt man hier in Hessen? Gib mir deine grüne Soße. Wir waren im Gasthaus nicht zum Bärenessen. Nicht bei jedem Schimmels zwischen den Beinen. Oh, ist das eklig. Guck mal, da ist er wieder. Das war aber eine große Wurst, die du gelegt hast. So. Bursche. Oh, jetzt wird was wirklich Feines kredenzt. Reini, was haben wir denn da? Lies mal vor. Soplica, das habe nämlich ich mitgebracht. WhatsApp, irgendein Nein. Das ist ein Soplica. Ein polnischer Haselnuss-Wodka, was ganz Feines. Das wird nur mit, die Lippen müssen benetzt werden. Dann musst du schlürfen. Komm, du Cocksacker, nimm. Also, als ich die Worte das letzte Mal gehört habe, ging es anders weiter. Ist der lecker? Nein. Ist das was Feines? Oh, kleine Fotze, klar ist der lecker. Genieß mal. Mm.
Schmeckt ein bisschen wie abgelaufenes Nutella, aber... Ja, das ist es, genau. Oh, nee, der Waldmeister war besser. Du bist so ein verkackter Banause, Reinhard Remford. Weißt du, was mir das so ein bisschen heute Abend... Wir haben so ein wunderschönes Wetter, ne? Wir haben einfach so... Jetzt wäre der Deutsche, würde gerade angrillen. Eigentlich wärt ihr zu Hause und würdet eine Wurst aus dem Grill legen. Reini und ich, wir würden noch ins Schwimmbad einbrechen, um Night Swimming zu machen. Bist du schon mal nachts ins Schwimmbad eingebrochen, um Night Swimming zu machen? Ich bin nicht mal tagsüber im Schwimmbad. Das wirklich nicht? Ich finde, Schwimmen ist für mich also... Schwimmen ist für mich Abfall. Ja, danke schön. Nee, ich bin... Also, ich war ja immer ein kleines, fettes Kind. Ne? Und ich bin was? Ich bin immer noch zu fett. Nein. Also so wie du, nur ich gestehe es mir ein. Fixer. Und ich habe mich im Freibad nie wohlgefühlt, weil auch im Schwimmunterricht, also ich war ja auf einer katholischen Schule und hatte Schwimmen im Schulunterricht. Ich hatte jedes Jahr Schwimmen, weil unsere scheiß Schule ein eigenes Schwimmbad hatte. Ja, aber wir haben doch alle Schwimmunterricht. Habt ihr nicht Schwimmunterricht gehabt, oder was? Jedes Jahr, durchgehend in wie, der Schule. Wie, bist du 13, oder was? Ja, ja. Was? Ja. Was? Du musst in der 11. Klasse dich nur ausziehen von Mädels? Durchgehend. Oh, durchgehend. Gott. Von der 5 bis zur 13 durch Schwimmen gehabt, als Sportfach neben Normalsport hatten wir auch Schwimmen. Und es war immer demütigend, es war immer scheiße. Es war also immer mega. Ich hab Schwimmen immer als scheiße empfunden. Der Sportunterricht ist schon demütigend, aber Schwimmen ist dann nochmal obendrauf. Ich finde, also Sportunterricht ging. Also, weiß ich nicht, beim Joggen habe ich halt immer die Abkürzung im Schrebergarten genommen, unterwegs eine geraucht und mich später wieder eingereiht. Habe ich wirklich gemacht. War super. beim Kugelstoßen hatte ich eine Zeit lang mal den Schulrekord. Speerwerfen ging auch ganz gut. Joggen... Scheiße, Sprinten scheiße, Weitsprung scheiße, aber ne? Rhythmische Tanzgymnastik. Hatten wir nicht. Hat ihr nie Turnprüfung? Nein, hatten wir nicht. Rhythmische Sport. Also man konnte bei uns in der Oberstufe wählen und hatte die Wahl zwischen dem Sportkurs, der so Gerätetouren gemacht hat, einer rhythmischen Sportgymnastik und einer, wo Fußball gespielt wurde. Ich war in dem Fußball gespielt wurde und habe in meinem Tor gestanden. Oh ja, und, die Torposition, die war wertvoll. Irgendwann hat mein Bruder mal unseren Sportlehrer gefragt, warum ich eine 2 in Sport hatte und er nur eine 3. Und unser Sportlehrer meinte, weil ich wenigstens geschwitzt habe beim Sport. Also Einsatz gezeigt. Ich hatte sogar mal bei einem Sportfest eine Siegerurkunde. Was? Ja. Mit dir bin ich befreundet? Weil sich unser Sportlehrer verrechnet hat. Wurde dir wieder aberkannt von ja, der Grundschule? Ja, die wurde mir tatsächlich wieder weggenommen. Was? Wirklich? Ja. Kommt einer nach Hause, weißt du, der knickt dir dann so einen Zylinder nicht, um, aber der, macht die Nelke also, ab. Ja. Wirklich? War dir wurde die fucking Siegerurkunde? Ja, war was für ein sinnloses Dokument, das nehmen sie dir wieder weg? Ja, war demütigend, aber egal. Nee, ich fand Schwimmen immer scheiße, also auch Freibäder fand ich scheiße. Ich hatte als 12-Jähriger mal einen richtig fiesen Sonnenbrand mit Verbrennung zweiten Grades, also so mit so Blasen an den Schultern. So. Aber davon abgesehen, ich fühlte mich immer gedemütigt. Also Freibad war für mich immer scheiße. Ist auch heute noch. Also ich fühle mich im Schwimmbad einfach nicht wohl. Weißt, ich habe den halben Oberkörper tätowiert, trotzdem fühle ich mich nackt nicht wohl im Schwimmbad. Ich gehe auch nicht in eine Sauna. Sauna finde ich auch. Also ich fühle mich da einfach nicht wohl. Meine Frau versucht mich seit 2 Jahren zu überreden, mit ihr in die Sauna zu gehen. Bin aber raus. Warum? Weil ich mich, schämen ist viel gesagt, aber ich fühle mich unwohl. Nackt fühle ich mich unwohl. Ja, ich fühle mich auch unwohl, wenn du nackt bist. Aber grundsätzlich ist es doch, also ist doch... Also nackt außerhalb des Darkrooms fühle ich mich unwohl. Aber was stört dich daran, dass andere Leute dich bewerten könnten oder was? Ja, weiß ich nicht. Ich finde mich selbst halt nicht so ansehnlich. Nein, bist du auch nicht. Aber da kann man auch Scheißdreck drauf geben. Wen interessiert das, Reine? Ich würde nackt einkaufen gehen. Es ist mir so... Ich glaube... Also ausziehen, ausziehen, Nein, das kostet extra, meine Lieben. Das können sich nur Leute im Mercedes in der ersten Reihe leisten, Baby. Jedenfalls, es ist so. Ich habe irgendwann in meinem Leben ganz bewusst, also guck mal, wir haben ja beide, geh mit dieser Waldmeister-Wichse weg, Reinhard. Ja, komm, das einer ist wie geht Flim. Noch. Aber nee, erinnerst du dich nicht an Flim auf ja, deiner Hochzeit? Ich erinnere mich an Flim auf meiner Hochzeit. Jedenfalls, ich habe irgendwann in meinem Leben, ich glaube so mit 15, die Wahl oder die Entscheidung getroffen. Scheiß drauf. Und dann habe ich es durchgezogen. Also ich habe wirklich, ab dem Moment war mir einfach egal, was andere gedacht haben. So. Und das war einer der befreiendsten Momente meines Lebens. Weil ich aufgehört habe, mich von... Ja, Prösterchen. Weil ich aufgehört habe, mich von externer Bewertung abhängig zu machen. Und
Das sagt sich so leicht, aber das ist tatsächlich schwierig. Aber was stört, also du bist doch zum Beispiel jetzt Oberkörper tätowiert. Ja. Und oft ist es ja so, dass Leute, die stark tätowiert sind, das auch zeigen wollen. Das ist ja so der Klassiker. Mädels, die sich den Rücken tätowieren lassen, auf einmal so komische oberkörperfreie Shirts tragen, weißt du, wo der Rücken frei ist. Also ich habe ja den kompletten Brustkorb tätowiert mit einem. Hat noch nie einer gesehen, oder was? Nee, ja, geht. Ne? Also muss nicht. Ist für mich. Ich mag's. Außerdem der Schmerz war geil. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Der. Jedenfalls. Aber weil du dich unwohl fühlen würdest. Ja, ich fühle mich unwohl dabei. Das ist genauso, meine Haare werden ja auch hier vorne Licht, ne? Also irgendwann werde ich mal. Deine Haare werden Licht, Rainer? Ja, hier vorne. Also, du hast noch ein bisschen fusseliges Sackhaar auf deiner komischen, schwitzenden Stirn. Du hast deine Haare werden nicht Licht. Du erinnerst dich an den Tag, als wir die 10. Ah, nee, du bist nicht. Du erinnerst dich die 3 Tage, bevor du die 10 Kilometer gekrochen bist. Als ich diese 10 Kilometer gelaufen bin, ne, in der prallen Sonne, habe ich auf dem Kopf hier hatte ich einen Sonnenbrand. Vom Laufen? Ja, weil meine Haare so, so. Ich finde es auch unmöglich, dass du, wenn die Leute, guck mal, hier sind alle Menschen gekommen, die haben Eintritt gezahlt für diese Rotze hier, werden wir uns besaufen auf der Bühne. Und du hast ja noch nicht mal deine fußligen Sackhaare gekämmt. Was soll ich denn mit meinen Haaren machen? Ja, da kann man doch mal was machen. Soll ich was, ich kann ein bisschen von hinten, kann ich Gel holen, wir machen da was draus. Sollen wir abrasieren? Ja, nein, wir machen, soll ich abrasieren? Ja, komm, rasieren wir das direkt ab. Haben wir. Ja. Wir haben keinen Rasierer. Hat jemand einen Rasierer? Hast du einen Rasierer Warte dabei? Mal. Du hast keinen Rasierer. Warte mal. Das klingt jetzt fast wie geplant, aber... Du hast einen Rasierer dabei? So. Da habe ich schon immer drauf gewartet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, das können wir nicht machen, Reini. Das kann ich nicht. Ich kann dir doch nicht... Ernsthaft? Reini, warte mal, wir gießen nochmal ein, das ist keine so gute Idee. Warte mal, komm. Auf dich, Reinhard. So, das klingt wie geplant, oder? Ja, das wirklich. Na, Reinhard, du hast gerade einen scheiß Rasierer aus deinem Rucksack geholt. Ja, ich musste mich eh von meinen Haaren irgendwann trennen. Eigentlich hatte ich das dafür geplant, dass mitten während du irgendwann was sagst, ich mir einfach immer so... damit du die Fresse hältst, aber... Also, zumindest wenn er es geplant hat, ich habe es nicht gewusst. Also, aber warte, gib mir nur. Ja, der ist leer. Ja, das ist ja richtig. So, das ist halt. Tutti, Tutti Frutti, Reini. So. Ja, gut, dann könnt ihr jetzt dabei zusehen, wie ich dem Reini einfach mal die Rübe rasiere. Oh mein Gott, Reinhard, Alter. Nee, warte mal. Wie, nee, warte, ja, doch, jetzt komm, ist zu spät, Kollege Schnürschuh. Also, es hätte auch eine Wette sein können. Ja. Aber war ja keine, war einfach nur dämlich. Warte mal, ich hab für den Notfall sogar noch eine Mütze dabei. Nee, warte mal, ich habe auch noch eine ordentliche Mütze also, irgendwo. Ich schwöre es bei meiner toten Oma, dass das nicht geplant war, ich davon nichts wusste, aber ich bin sofort bereit, es zu tun. Warte mal. Ja, Moment. Du hast einen Rasierer, oder hast du dir vorhin in der Dusche noch den Sack rasiert, oder ich was? Habe... Hast du eine AAA-Mütze dabei? Du lieber Gott, ist das süß. Komm, komm einmal in der Mitte durch. Komm einmal so von vorne nach hinten. Reini, aber ich weiß. Ja, komm, hau rein. Ja. Komm. Feigling. Also für die, die... Feigling! Für die... Komm, hau rein. Komm, und? Oh Gott, 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 oh Gott. Was für Scheiße. Oh Reini, das... Oh komm, aber wenn... Komm. Nein, das setz dich da hin. So, wir machen das jetzt wie bei Udo Walz, Reini. Warte mal. So, ich mache so eine, kann ich so eine leicht tuntige Attitüde wie Udo Walz machen? Hör mal, welchen Look willst du denn erzielen? Ich hätte gerne diesen Stromlinienfarben. Komm mal rein, komm, mach. Gott, nehme ich dir nicht gleich die scheiß Kopfhaut mit weg, ey. Oh Gott. Nee, also glaub mir, ab jetzt ist der Punkt erreicht, wo es keinen Sinn mehr macht, es zu ändern. Ich dachte, die Leute müssen für ihr Geld schon irgendwie was bekommen, oder? Ja, Reini, aber das ist, also ob wir dich jetzt wirklich... Oh Gott. Ich fühle mich ein bisschen wie beim Militär. Ja, du siehst auch... Oh. So, jetzt ist... Oh, Scheiße. Du das kannst doch einmal... Dreh einmal um, bitte. Du siehst nach einem 1A-Päderasten aus. Dreh mal um.
Hier war noch eine Minderjährige, oder? Nee, das muss ich mal kurz mitfilmen. Das ist so, du Scheiße. Darf ich mal diesen Rasierer haben? Dankeschön. Nee, den Rasierer kriegst du nicht. Oh, komm, du das Handy, oh, komm, gib mir wenigstens einmal. Warte, ja, komm, das, ich rasiere. Das wollte ich tatsächlich schon mal. Das wollte ich schon immer mal selber machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Reinhard, ey. Also ja, das scheint jetzt schlimm, Alter, hast du eine Borderline-Erstörung, von der ich nicht wusste oder sowas? Voll die schlechte Idee. Nein, ich wollte... Ich wollte mich tatsächlich schon seit längerer Zeit mal von diesen Haaren trennen, weil sie tatsächlich doch oben etwas Licht werden. Reini, du hast dich gerade selber zu Harald Lesch rasiert, Alter, das ist... Nein! Jetzt so. Siehst du aus wie Mark Foster. Oh Gott. Also, für alle, die nicht bei Alliteration am Arsch live dabei waren, ein zweites Mal werde ich Reinhard nicht rasieren können. Man hat schon was verpasst. Oh, das ist eine richtig aber schlechte Idee. Es ist luftig. Es hat ja, was. Den Rest machen wir heute Abend. Nein, Reinhard. Wie den Rest machen wir heute? Willst du so rumlaufen? Ja, komm, ist okay. Ich glaube, ja, komm. Gib mir wenigstens die Mützen. Nein, Würde. Die wird verschenkt. So, wer will eine Mütze? Markus, guck mal. Wer ist nochmal richtig? Tut mir leid. Einer nimmt sie. So, warum hast du denn Vergiss es. Ist ein Geschenk. Tut mir leid. Also, So. Jetzt bist du mit deinem guten Freund Streter. Boah, Reinhard, Alter, das ist... Ja, komm, also wir haben ja gesagt, ne, wenn die Leute schon so viel Kohle hinblechen und hier mit dem Auto hinfahren... Ja, ne, dann sollen sie dabei zusehen, wie ich dir die letzten paar Fussel von der Rübe mache. Dann muss man dafür schon ein bisschen was bieten. Ich werde mir jetzt hier nicht gleich die Vorhaut piercen, und Reinhard. Und jetzt bist du dran. Du wirst jetzt den Rest der Show in dieser Morgenversuchung... Wer ist dafür, dass wir dem Herrn Bielendorfer das Gleiche antun? Nein. Ihr könnt mich mal. Das ist der neue Look. So. Oh, Reini, du siehst aus, als wäre eine schlimme Chemo hinter dir. Ja, aber ist egal, komm. Ne, ich gehe die ganzen 100 Meter. Ich sag nicht irgendwo, ach komm, hier geht's nicht mehr. Hier ist vorbei oder so. Sag mal so, nachdem ich mich so aufgeopfert habe, traust du mir? Nein, kein Stück. Warum? Sehr schön, das ist perfekt, weil wir sind beide gut angetrunken. Ich würde noch einen Schluck von irgendwas nehmen, weil ich wollte noch ein Experiment mit dir machen. Und zwar folgendes. Selbst der Kameramann lacht. Stefan, bist ein guter Mann. Das war so nicht geplant. Oh Gott, Reinhard. Ein Stück weit. Eins meiner Lieblingsexperimente von Minkorrekt. Warte mal, machen wir leer. Nein, Reini. Der ist leer. So, dazu sollte man sagen, promovierter Physiker, Diplompsychologe. Aber egal. Haare, Wahnsinn. Oh, hier sind viele Haare. Ist dir bewusst, dass deine Frau hinter den Kulissen sitzt und muss jetzt mit dir mit dieser komischen Pedo-Frisur klarkommen? Ja, meine Frau weiß das. Die wusste das? Weißt du, ja, meine Frau liebt mich wegen meiner inneren Werte und wegen meines riesen Penis. Das kennst du nicht, aber ist egal. Ich habe eins meiner Lieblingsexperimente, die ich bei Minkorrekt immer gemacht habe und das auch so mit die geilsten Fotos gibt, ist ein Experiment, das man auch zu Hause nachmachen kann. Also auch wenn Kinder hier sind, das könnt ihr als Kinder auch zu Hause nachmachen, wenn eure Eltern nicht da sind. Was? Nein, eigentlich nicht. Aber egal. Nein, solltet ihr nicht nachmachen. Und zwar ist das eins meiner Lieblingsexperimente, weil es ist echt relativ ungefährlich, sieht aber sehr spektakulär aus. Halt das mal. Genau, Wasser. Du hast dir wirklich gerade die Runkelrübe rasiert? Ja. So, bisschen Wasser. Du weißt schon, dass ich den Rasierer gleich verschenken werde und du morgen am Frühstücksbuffet so sitzt? Ich habe noch einen dabei. Guck mal, ich habe hier noch Rasierschaum, Nassrasierer. Die ganze Kacke dabei. Hast du mitgebracht? Ja, habe ich alles dabei. So, das brauchen wir. Aber können wir dir nicht so eine geile Mad Max-Tolle machen oder so, dass du aussiehst, als wenn du irgendwie an der Donnerkuppel kämpfen würdest? Das würde mir voll gut gefallen. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Spüli. Reini, was kommt denn jetzt? Hör mal, ich nehme ja grundsätzlich... Kann ich ja nachvollziehen. Ich bin Wissenschaftler, ich weiß, was ich tue. Rainer, du hast 12 Schnäpse getrunken. Ist egal, ich weiß, was ich tue. Jemand, der ich weiß, was ich tue, mit einem Lachen abrundet.
Rührst du das gerade mit deinem Fettifinger um? So. Was kommt denn jetzt noch? Boah, Rainer, ohne Scheiße, du kannst froh sein, dass das Management nicht hier ist. Die würden uns direkt entlassen. Ich habe mein Stehziel erreicht. Ja, Applaus, Applaus. Oh, ich glaube da... Stopp, was machst du denn jetzt? Mehr Spüli. Ich weiß nicht, ob das genug ist, aber mehr ist in dieser Probepackung nicht drin. War kein Geld mehr da für eine Packung Fähre Ultra, oder? Nee, ich wollte keine große Flasche mitnehmen, das versaut immer so schnell alles. So. Jetzt haben ja, ein bisschen angetrunken, aber egal. So, Gas. Warte mal, lass mich das machen. Ja. Jetzt bin ich aber froh, dass ich den Otto nicht hier beigeholt habe. Ja, wäre jetzt auch schlecht. Willst du deine Oma nachbauen oder was? Nimm mal hier so ein, ne, so. Was soll ich machen jetzt? Wie von einer Schaumparty, so eine Handvoll. Das nehmen oder was? Ja, voll, genau. So, jetzt hältst du die Hand vorsichtig. Egal was passiert, du bewegst die Hand jetzt nicht. Wo ist mein Feuerzeug? Reinhard, nein, stopp. Warte, nein. Oh! Ah, scheiße, die Hand ist doch kochend heiß. Bist du völlig bescheuert, oder was? So, bitte. Ah! Reinhard! Nee, ohne Scheiß, das ist ein Experiment, was man super gut auf Kindergeburtstagen machen kann. Das ist so... Oh. Reinhard, das wird verdammt heiß. Ja, ist ein Mittel. Willst du nochmal? Nein! Warum nicht? Naja, einmal können wir es noch machen. Warte mal. Für Fotos. Ah, scheiße, ich muss da gleich noch sitzen, ne? Ih, das wird nass. Hier. Komm, mach mal voll. Die ganze Zeit, nee, mehr. Wie? Mehr. Aber da ist jetzt auch Flüssigkeit drauf. Ist das ein Problem, Reini? Das ist scheißegal. Nein, warte, nee, scheißegal. Komm hier. Ah! Boah, fuck, Alter, Reinhard, das wird sehr heiß. Du bist so ein Weichei, ne? Ich hab das mal auf der Bühne gemacht und hab genau diese Bewegung gemacht. Und dummerweise, während man das in die... Reinhard, meine Haare sind weggebrannt. Meine Haare sind weggebrannt. Meine Haare sind weggebrannt. Reinhard, du hast... Was ist das denn? Bist du bescheuert, oder? Trink noch einen Schnaps. Nee, das Schöne ist... Das sind meine Haare, Reinhard. Das ist tatsächlich ein bisschen... stinkt das. Bist du behindert, oder was? Du hast... Moment. Das ist bis jetzt immer gut gegangen. Abgesehen von einem Mal. Reinhard, du hast dir komplett die Haare vor der Hand gebrannt. Kannst deiner Frau auf die Beine packen. Oh Gott. So, das ist bis jetzt immer gut gegangen, abgesehen von einem Mal. Scheiße, du bist doch bescheuert. Und zwar in dem Moment, wo man das hier füllt mit Gas. Ups. Oh Gott, Reinhard. Und hier so Schaum macht. Reini? Bildet sich auch hier rum relativ viel Gas. Und wenn man dann diese Handbewegung macht, die du gerade gemacht hast, also wenn man das so nimmt, ups, oh Gott, ja, Reinhard, bitte zünd dich nicht live auf der Bühne. Und so anzündet und dann so macht und zufällig genau so ein Funken in diese Schale fällt, dann brennt gerne mal alles neben der Schale. Also es hat so... Also setz dich jetzt wieder dahin, ja, komm, halt dein Maul, das benimm dich. So, du hast mit, Reinhard, hatten wir noch ordentliche Themen? Du hast das aber lieb. Das war mir wirklich nicht... Reinhard, du hast mir die Haare vom Arm gebrannt. Aber ist eigentlich gar nicht schlecht. Guck mal, wie flutschig das jetzt ist. Hat mir die Haare von der Hand. Wissenschaft böse. Reinhard, hast du nicht noch was vorbereitet? Guck mal, nee, da geht der nicht nächste. Mehr. Guck mal. Wie spät haben wir es überhaupt? Ah, komm, Zeit für einen Schnaps. Ja, komm, Reinhard. Ja, ist ja gut. Warte mal, was hatten wir denn noch? Ah, den hatten wir noch. Ja, danke. Deine Uhr hat dir gerade gesagt, dass 21.30 Uhr ist? Ja, es ist 21.30 Uhr. Könntest du jetzt bitte diese Mütze abnehmen? Du siehst aus wie so ein dicker Sprayer, weißt du, der vom ICE gefallen ist bei voller Fahrt. Ja, nimm die Mütze ab. Wenn, dann trag diese entwürdigende Restfrisur auf. So. Ich glaube, das steht hier.
Ich glaube, auf Dauer wird mir das stehen. Also, ja, morgen, ich glaube aber auch, auf Dauer wird dir das stehen. Morgen beim Frühstück schön glatt rasiert. Mit dem Wilkinson. Ja, kompletten Hand. Also, Reini, was hattest du noch vorbereitet? Ja, machst du gerade ernsthaft wie so eine Pussy, dass ich dir ein paar Haare an der Hand abgebrannt habe? Die sind alle weg. Meine Hand riecht verbrannt. Smells like chicken. So, Also ihr glaubt jetzt gerade, das wäre irgendwie geprobt oder so, ne? Oder er hätte das erwähnt oder nichts. Ein Scheißdreck. Er hat gesagt, ich habe da so eine PowerPoint-Präsentation heute Morgen zusammengestöpselt. Ich rasiere mir die Hälfte meiner Frisur ab und brenne die Haare am Arm ab. Hat er nicht erwähnt. Mal ohne Scheiß, das war hier oben eh so Licht, das musste eh mal weg. Ne? Also irgendwann musste dieser Moment kommen und ich dachte mir, im Autokino wäre es doch passend. Da hast du völlig recht, Reini. Prost auf dich. Prost. Schön, dass ihr dabei seid. Also. Ja. Läuft ein bisschen aus dem Ruder. Ja, ne? Ein bisschen, Reinhard, ja. Vielleicht, weil du die ganze Zeit Schnäpse verteilst. Du bist auch so ein Typ, weißt du, der auf der Tanzfläche nicht steht und tanzt, aber besoffen daneben stehen Leute und sagt, drück doch rein mit mir. Ja. Das bist du, ne? Nee, wir sollten, glaube ich, wirklich mal wieder ein bisschen zu ernsthafteren Themen ja, kommen. Ja, was haben wir denn noch, Reini? Was haben unsere Frauen uns denn noch aufgeschrieben? Fahrprüfung, Rückenhaare. Nein, nicht, du sollst nicht vorlesen, was da steht, sondern rein. Wir haben wirklich Rückenhaare, eine Sauna, Freibad, Wellenbad, Gruger. Reinhard. Schwimmabzeichen. Hast du Seepferdchen gemacht? Ich habe ein Seepferdchen gemacht. Ich habe nicht sogar goldenes Schwimmabzeichen. Oh, ich war bei uns in der Schule ja in der Nichtschwimmer-AG. Was? Ja, bei uns musste jeder, der nicht Bronze, also DLRG Bronze hatte, musste bei uns in die Nichtschwimmer-AG. Und in der großen Pause, ich war ja auf einer katholischen Ganztagsschule, musste bei uns in der großen Pause, dann die eine Dreiviertelstunde ging, in die Nichtschwimmer-AG und dort das DLRG Bronze nachmachen. Warum warst du in der Nichtschwimmer-AG? Weil ich kein DLRG Bronze hatte. Du hörst nicht zu, ja, aber warum dumm, hast du kein DLRG Bronze bekommen? Weil du so doof warst? Oder? Nee, weil ich nicht schwimmen konnte. Ich habe erst in der dritten Klasse schwimmen gelernt. Warum das denn? Weil ich nicht schwimmen konnte. Warum denn nicht? Weil ich erst in der dritten Klasse schwimmen gelernt habe. Bist du dumm? Ja, aber warum denn erst in der dritten Klasse? Haben deine Eltern nicht mal gesagt, hier, komm, Parkteich, geh mal rein da oder was? Nee, die mochten mich, die wollten mich behalten. Das ich konnte, bis ich 14 war, nicht Fahrrad fahren. Was daran lag, dass mein Opa mich mal auf seinem Herrenrad in den Nachbarn, also er hat immer gesagt, er lässt nicht los. Weißt, er hat mich oben auf sein Altherrenrad gesetzt, hat mich die Straße runtergeschoben und gesagt, ich lass nicht los. Ich kann dich überhaupt nicht angucken. Oh, Scheiße. Du hast mir die Mütze, wo ist die Mütze? Da wird's gehen. Keine Ahnung, wo die ist. Jedenfalls habe ich die. Du hast ja die gute Käppi weggeworfen. Du hast übrigens gerade die Käppi weggeworfen, die es noch gar nicht gibt. Das war nämlich der Testdruck für unseren, beziehungsweise die war bestickt, mit dem Logo bestickt. Das war der Testbestick, also Druck für unseren neuen. Du bist total besoffen, Reinhard. Der Testbestick, der Druck. So, du bekommst jetzt keinen Schnaps mehr. Du benimmst dich jetzt. Da stehen doch schon zwei volle. Was ist denn los bei dir? Das war das erste Testding für den neuen Shop, weil wir unseren Spreadshirt-Shop ja offline genommen haben. Warum haben wir den Spreadshirt-Shop offline genommen? Weil der Spreadshirt-Shop tatsächlich ein leichtes Problem mit Qualitätskontrolle hat. Und zwar konnte man im Spreadshirt-Shop generell, also jetzt nicht in unserem, aber in Spreadshirt-Shops, konnte man Shirts kaufen, wo ein Judenstern abgebildet war, auf dem Impffrei stand. Okay. Und da hast du gesagt, oder auch ohne mich zu fragen, hast du gesagt, diesen Spreadshirt-Shop. Da habe ich gesagt, obwohl der Basti ein harter Nazi ist, müssen wir trotzdem diesen Spreadshirt-Shop jetzt offline stellen und habe mich dazu entschieden, diesen Spreadshirt-Shop. Ach, ihr seid so süß. Habe mich dazu entschieden, eigenmächtig diesen Spreadshirt. Meine Fresse, das ist schon. Wie war das nochmal? Ein was? Das hast du offline gestellt, rein diesen Shop offline zu nehmen. Das war die richtige Entscheidung. Ich habe diese Unterstützung auch, diese Entscheidung nach. Boah, das ist eine scheiß Idee, auf der Bühne zu treten. Du bist auch bescheuert. Also, ich habe diese Entscheidung unterstützt, Reinhard, weil ich die Situation, die wir jetzt gerade alle erleben, ich meine, es gibt einen Grund, warum ihr hier nicht einfach im normalen Publikum sitzt und wir nicht einen normalen Abend haben, sondern ihr in euren Autos mit offenen Fenstern hocken müsst. Uns wäre es auch lieber, es wäre eine normale Situation. Wir haben nun mal Menschen, die in diesem Land Hass streuen und Dummheit streuen. Attila Hildmann, Xavier Naidoo, diese ganzen Volldeppen. Die Wahrheit.
Attila, nee, Xavier Naidoo hat vorgestern noch bekannt gegeben, dass es den Weltraum nicht gibt. Wusstest du das? Ernsthaft? Weltraum gibt es nicht. Was genau hat er gesagt? Ja, ich kann es nicht genau zitieren, aber seine Aussage war, wir würden betrogen werden darum. Also jetzt die Astronauten, die jetzt gerade von Elon Musk ins Universum geschossen wurden, die wären also nicht wirklich in den Weltraum unterwegs, das wäre alles Scharade und es gäbe keinen Weltraum, sondern die Welt wäre halt unter einer Kuppel gelegen. Und das glaubt Xavier Naidoo wohl betraulicher. Also offensichtlich, wenn man sein Zimmerbasilikum raucht, führt das dazu, dass man irgendwann total bescheuert wird. Ernsthaft, der glaubt, es gibt keinen Weltraum? Er glaubt, es gibt keinen Weltraum. Und ich meine, Attila Hildmann glaubt auch, dass wir seit dem 15.05. alle zwangsgeimpft wurden, ne? Bitte? Gechippt, ne? Stefan sagt, was? Hast du nichts gesagt? Hat da einer was gesagt? Ist doch nicht schlimm, Bursche. Ich dachte auch, ich hätte was gehört. Ja, der kleine wilde Hund. Nee, aber also gibt es irgendjemanden, der heute hier ist, der glaubt, dass die Maßnahmen, die ergriffen wurden, in irgendeiner Weise dazu dienen, uns zu kontrollieren oder zu chippen? Es gibt ja tatsächlich das, das hat auch einen Namen, irgendwie Blablabla-Paradoxon, und zwar gibt es ja Leute, die sagen, diese ganzen Corona-Maßnahmen sind gar nicht nötig gewesen, weil man sieht ja jetzt, es ist ja nichts passiert. Das ist wie Ranga Yogeshwar, dein Freund sagte, man kann ja auch die Feuerwehr nicht abschaffen, weil es nicht gebrannt hat. Ja, ich meine, es ist halt wenig passiert, weil wir genau diese Maßnahmen ergriffen haben. Aber das kann man halt im Nachhinein schwer deutlich machen. Auf der anderen Seite ist ja jetzt die Situation so, dass sie hingehen und, also zum Beispiel, ich war, das habt ihr wahrscheinlich bei Insta und so gesehen, ich war vor 2 Wochen an der Ostsee und das war schön. Aber es war auch surreal, weil wir haben da eine kleine Bude, wir durften hinfahren und an einem Tag war es komplett verboten, dort als Touristin zu kommen. Und am nächsten Tag, ich glaube am 18. Mai, war es erlaubt, also 17. Mai für jeden verboten, du wurdest vom Strand geholt von der Polizei, wenn dich da hingelegt hast, wenn du nicht Wohnungsbesitzer warst. Aber am 18. Mai wurde es erlaubt und zwar für alle zu 100%. Hotels 100% Belegung, Ferienwohnungen 100% Belegung. Das heißt, es war eine völlig surreale Situation. Ich glaube, wir waren bis zum 20. Mai ungefähr da. Bis zum 17. Mai war niemand dort, außer unseren Freunden, die wir an der Ostsee kennen. Und am 18. Mai reisten in einer Nacht ungefähr 50.000 Menschen in diesen winzig kleinen Ort, in dem wir immer Urlaub machen. Und ich dachte, was ist das für eine seltsame Politik? Was ist das für eine seltsame Entscheidung? Du kannst doch nicht schwarz-weiß in so einer Situation entscheiden. Du kannst doch nicht sagen, ja, wir verbieten es zu 100% und wir erlauben es zu 100%. Ja, verstehe ich schon, aber es ist schwierig, weil das auch graduell zu machen, also in Grautönen, wäre genauso schwierig. Ne? Also das Doofe an diesen gesamten Corona-Maßnahmen ist halt, du kannst das nicht schrittweise machen. Also du kannst eigentlich nur sagen, warum okay, denn nicht? Ja, wie denn? Wie willst du das denn machen? Ja, dann sagst du, dass die Hotels erstmal nur jedes zweite Zimmer vermieten dürfen und die Ferienwohnungen dürfen immer nur eine Woche oder was weiß ich? Ja, das ist genauso, wie du sagst, dass sich nur 5 Leute treffen dürfen. Funktioniert top. Top. Ne? Also ja. Ist halt für den Arsch. Man kann nur irgendwie Verbote aussprechen oder versuchen, irgendwie Kontaktbeschränkungen zu erlassen und hoffen, dass es irgendwie halbwegs funktioniert. Ich meine, wir machen den ganzen Tag den ganzen Scheiß ja nicht zum Spaß, sondern wir machen das tatsächlich dafür, dass halt mit einer ernsthaften, bedrohlichen Krankheit, die es halt gibt, die da ist, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und wir haben das Glück, dass wir in einer Situation sind, wo die Maßnahmen gerade noch rechtzeitig genug da waren, also mit Kontaktbeschränkungen und Ähnlichem, dass die Hochschulen zugemacht wurden, dass die Schulen zugemacht wurden, die Kitas. Natürlich ist das Kacke für alle Beteiligten, aber wir sind zumindest in einer Situation, wo nicht irgendwie Leute auf Intensivstationen verrecken, weil nicht genug Betten da sind, sondern es geht. Wenn man sich irgendwie Brasilien gerade anguckt oder wenn man sich Italien anguckt zur Hochzeit, da sind Leute verreckt, weil die nicht versorgt werden konnten medizinisch. Also wir machen das ja nicht zum Spaß. Wir machen das ja nicht, weil man irgendwie glaubt, da könnte irgendwie was kommen, sondern man macht das, weil man weiß, da gibt es eine bedrohliche Krankheit und wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass unser Gesundheitssystem das irgendwie abflacht. Und es geht da auch nicht darum, dass irgendwie Leute wie wir, die irgendwie so Mitte 30 sind, im Leben stehen, strotzen vor Gesundheit. Da kann es
grippeähnliche Zustände haben. Es kann auch schlimmer sein, aber wenn meine Eltern noch leben würden, ich würde zum Beispiel meine Eltern aktuell nicht besuchen, wenn die noch leben würden, weil es für ältere Leute tatsächlich bedrohlich sein kann, für Leute in Risikogruppen bedrohlich sein kann. Und jeder Mensch, der halt sagt so, ich will aber meine Freiheit, ich will irgendwie im Biergarten sitzen, ist halt schlichtweg ein Arschloch, wenn er also, ne, wenn er halt sein, ich will im Biergarten sitzen und ein Bier trinken, darüber stellt, dass irgendwie Leute, die in der Risikogruppe angehören, daran verrecken könnten. Das ist ja nicht was man sich ausgedacht hat oder so. Naja, das ist ja das Problem, dass die, Dankeschön, ihr Lieben, dass Attila Hildmann, die ja, Menschen Spinner. Jetzt, Spinner, ja. Und Arschlöcher, aber Spinner hauptsächlich. Dagegen argumentieren, dass man sich das ausgedacht hat und die Bevölkerung zu unterdrücken, um Maßnahmen durchzusetzen, die schon lange geplant sind, also die Suppression der Massen. Also mal ganz ehrlich, wer behauptet, dass Bill Gates alle Leute impfen, also chippen möchte, um sie zu überwachen? Ne? Der hat als Kind entweder zu oft mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen, ne? Oder tickt generell nicht ganz sauber. Also wie dumm ist das denn bitte? Multimilliardär, der alle Leute chippen will, damit er, warum? Mehr Office verkauft? Ja. Was eh schon alle fucking Leute benutzen? Wo ich kotzen könnte? Vielleicht will er das wieder zu Windows Vista wechseln. Ganz ehrlich, wenn Linus Torvald das machen würde, damit mehr Leute Linux benutzen, könnte ich das ja noch nachvollziehen, ne? Aber fucking Bill Gates? Also mein Kumpel Mickey Beisenherz, den ich für wirklich clever halte, hat letztens was gesagt, wo ich dachte, der hat recht. Weil der meinte, jemand wie Bill Gates oder die Leute, die ihr jetzt kennt auf diesem Niveau oder die wir auch kennen, Elon Musk, Steve Jobs, ja, also Menschen, die... Der ist tot, ja, aber egal. Aber die in diese Größe vorgestoßen sind, nicht nur Milliardäre zu sein, sondern auch weltbekannt zu sein, also eine öffentliche Wahrnehmung. Es gibt ja auch Milliardäre, von denen keiner von uns jemals gehört hat. Aber das sind Milliardäre, die sind weltbekannt, haben etwas erschaffen, sei es jetzt ein Betriebssystem, ein Computer, PayPal, was auch immer. Und die haben auf wirtschaftlicher Ebene alles erreicht, was du erreichen kannst. Ob du jetzt 100 Milliarden oder 150 Milliarden hast, das macht das am Ende ja... Das merkst du nicht mehr, ne? Genau, das ist ja nur noch eine 0 oder eine 5 nach der 1, was auch immer. Es ist ja auch bei den Beträgen, wenn du bei Millionen oder Milliarden bist, haben wir mal drüber gesprochen, ne? Das sind keine Beträge mehr, die irgendwie einen realen Gegenwert haben, sondern das ist eine Nummer auf einem Bankkonto. Also ob du 10 Milliarden hast oder 30 Milliarden, ist scheißegal. Du kannst trotzdem jeden Tag 50.000 Euro in den Kamin werfen und es wird trotzdem nicht weniger. Genau, du kannst auf einem Niveau leben, und das macht, glaube ich, den Hauptpunkt aus, warum jemand wie Bill Gates, der sehr lange, sehr extrem egozentrisch gehandelt hat, also er ist ja wirklich über Leichen gegangen, um Windows und Microsoft zu pushen, hat Mitbewerber ausgestochen. Es gibt viele ehemalige Geschäftspartner, die gesagt haben, der war ziemlich, naja, sehen wir es mal, respektlos im Umgang, was auch immer, völlig egal. Aber Bill Gates ist ja seit 10, 15 Jahren, seit er sich aus Microsoft zurückgezogen hat, zu so einer Art Philanthropen, Wohltäter geworden, ein Wohltäter. Und was Mickey Beisenherz sagte, wo ich dachte, ja, er hat recht, was hat Bill Gates noch zu erreichen, außer dass er zum Beispiel bei einer solchen Krise einen eklatanten Anteil an der Lösung der Krise. Also im Einfluss. Sinne von, der Einfluss. Der Einfluss. Ja, aber auch auf positiver Ebene. Also Bill Gates geht hin und hilft dabei, das Problem Corona zu lösen. Ne? Und schreibt sich dadurch darüber hinaus über seinen Status als Multimilliardär und Erfinder des bekanntesten Betriebssystems des Planeten, bla bla bla, in die Geschichtsbücher. Im Endeffekt sagte Bicky, solche Leute wollen in die Geschichtsbücher. Aber das Bill ist das Gates einzige steht Ziel, doch eh schon existiert. In jedem Geschichtsbuch, oder? Das stimmt, der steht in jedem Geschichtsbuch. Aber jetzt stell dir mal vor, wir haben diese weltweite Pandemie und wir haben jemanden, der die finanziellen Ressourcen hat und auch offensichtlich das Know-how, zu helfen dabei, diese Pandemie zu bekämpfen. Und das ist für den einfach nochmal, also da steckt er dann halt einfach nochmal Geld und Einfluss rein, um auch vielleicht den narzisstischen Impuls zu befriedigen, ich will was machen. Und das muss jetzt nicht nur unbedingt Philanthropie sein, also ich will Menschen helfen, sondern vielleicht auch, ich will als Person der sein, der zum Beispiel Corona besiegt hat. Das ist mir doch als Betreffender, ob ich jetzt Attila Hildmann bin oder sonst wer, scheißegal. Es geht doch am Ende des Tages nur darum, dass wir diese Situation, die wir jetzt gerade mit euch hier haben, dass wir in einem Autokino sitzen müssen, um mit euch zu quatschen, anstatt in einer geilen Halle oder einem geilen Saal, dass wir die nicht mehr haben bald. Und wer das am Ende des Tages löst, ist mir doch kackegal. Es geht doch einfach nur darum, dass dieses Problem gelöst wird. Und im Moment
hat man zumindest von außen betrachtet nicht das Gefühl, dass wir eine wirkliche Progression erleben. Jetzt fängt die Wissenschaft an, sich zu streiten. Du hast es wahrscheinlich mit Christian Drosten auch mitbekommen. Ja, Moment, also die Wissenschaft fängt nicht an, sich zu streiten, sondern das ist vielleicht ein Missverständnis generell, was in der Allgemeinheit vorherrscht. Wissenschaft ist sich nie einig und Wissenschaft hat auch keine klaren Antworten. Trinkst du Wasser? Nein. Und Wissenschaft ist sich auch nie einig. Also es ist nicht so, dass die Wissenschaft immer weiß, so hier geht's lang, sondern Wissenschaft ist immer eine Idee, aktuelle Erkenntnisse halt zu beschreiben. Dass in der Bild-Zeitung zum Beispiel ausgeschlachtet wird, dass sich irgendwie Virologen an einer Stelle nicht einig sind, das ist vollkommen normal. Natürlich sind die sich nicht einig. Natürlich diskutiert man Erkenntnisse. Aber da muss man auch mal bewerten, wen man da, wem man zuhört. Also ob man jetzt dem Chef der Charité zuhört, der seit Jahrzehnten im Bereich von diesen Viren forscht und aktuelle Erkenntnisse halt hat, oder ob man einem Arzt zuhört, der seit Jahren nicht mehr geforscht hat, der keinen blassen Schimmer davon hat, aber irgendwie seine nicht evidenzbasierte Erfahrung, aber ich habe gemerkt, den Leuten geht's besser, halt vor sich herträgt. Ne? Also in der Wissenschaft wird immer diskutiert. Natürlich, das ist vollkommen normal. Auch, dass man in der Wissenschaft seine Meinung ändert, dass man das den aktuellen Erkenntnissen anpasst, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Also, dass eventuell Virologen am Anfang gesagt haben, ja, Masken bringen nicht so viel, und dann irgendwie nach, weiß ich nicht, 2 Monaten merken, ja doch, Masken würden was bringen, wenn alle Leute Masken tragen, dass sich das weniger weiter verbreitet. Aber glaubst du, nur ganz kurz bei dem Maskenbeispiel, glaubst du nicht, weil das habe ich so erlebt in meinem Privatleben, es gab keine Möglichkeit, an Masken zu kommen. Ne? Anfang März, Mitte März gab es keine Möglichkeit, außerhalb von eBay-Kleinanzeigen von irgendeinem rumänischen eBay-Händler, der für so eine Billo-Maske für 3 Euro 200 Euro haben wollte, gab es keine Möglichkeit, an eine Schutzmaßnahme zu kommen. Die Bekanntgabe der Bundesregierung war, man braucht es auch nicht. Und dann, als plötzlich Masken wieder verfügbar waren, Ende April, Anfang Mai, hieß es auf einmal, ja, Masken sind eigentlich das optimale Mittel, um diese Pandemie einzudämmen. Das optimale Mittel nicht, aber es würde es besser machen. Ne, wenn man Masken tragen würde, würde man zumindest schon mal weniger das Virus verbreiten, wenn man selber krank ist, weil man halt nicht so viele Viren ausstößt. Und ähnliches. Also eine Maske schützt einen ja auch nicht selber, sondern es schützt andere, wenn man selber krank ist und es noch nicht weiß, dass man andere Leute ansteckt. Und das ist halt immer eine Frage aktueller Erkenntnis. Also Wissenschaft an sich beschreibt ja immer nur das, was wir an aktuellen Messwerten haben und was wir irgendwie versuchen können zu erklären. Wissenschaft beansprucht auch nie für sich, die absolute Wahrheit zu verkünden, sondern das, was man nach aktuellem Kenntnisstand weiß, ordentlich zu beschreiben. Und das ist leider ein Missverständnis. Das ist der Hauptunterschied zwischen Wissenschaft und Politik. Ne? Politik darf ihre Meinung nicht ändern. Das ist der Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion. Religion hat immer die klare Wahrheit und Wissenschaft hat immer nur wir wissen aktuell das und das können wir beschreiben. Und leider, in der Kommunikation ist vielleicht hier und da was schiefgelaufen, aber wenn jetzt irgendwie irgendein komischer Arzt aus dem Sauerland daherkommt und sagt, der Chef der Charité in Berlin hat Scheiße erzählt und die Bild-Zeitung da noch mit einstimmt, dann kann man einfach nur sagen, man sollte mal ein bisschen aufpassen, dass man den Wissenschaftlern weiter zuhört und nicht irgendwie anfängt da irgendwie das sind nicht mehr Argumente, das sind irgendwie so rhetorische Tricks, die benutzt werden von Leuten. Also Wissenschaft erzählt nie die pure Wahrheit, sondern immer nur das, was wir aktuell wissen. Und ich find Christian Drosten so sympathisch, weil der halt auf der einen Seite wirklich ein sicherlich sehr kluger Kopf ist, dann ist er auch so entfernt vom normalen Leben normaler Menschen. Der Spiegel hat ihn, habe ich heute getwittert, vor ein paar Tagen in einem Interview gefragt, viele Menschen, Herr Drosten, vergleichen Sie aufgrund Ihrer Eigenschaften mit Obi-Wan Kenobi oder Gandalf, dem Weißen, weil Sie einen Kampf unterstützen, ohne an erster Front selbst zu kämpfen. Und Christian Drosten hat original geantwortet, wer sind diese Personen? Ich kenne diese Männer nicht. Also Christian Drosten ist offensichtlich der einzige Mensch des Planeten, der weder weiß, wer Obi-Wan ist, noch wer Gandalf der Weiße ist. Weil er so dermaßen in seinem Thema ist, dass es einfach gar keine Berührungspunkte gibt. Das ist aber auch so ein verzerrtes Bild von Nerds in der Öffentlichkeit. Also ich meine, sowas wie Big Bang Theory hat viel dafür getan, dass Nerds halt irgendwie cool wirken oder akzeptierter sind. Meine Oma weiß, wer Obi-Wan ist, Moment, Alter. Lass mich noch mal ausreden. Aber zu Nerds zählt halt auch, dass die irgendwie Marvel toll finden, Star Wars kennen und so weiter und so weiter.
Ich bin Physiker, ne? Ich kenne Obi-Wan Kenobi, ich mag Marvel-Comics und so weiter, aber ich bin jetzt nicht der Schlauste meiner Zunft. Alter, ich habe dir gerade live auf einer Bühne die Rübe rasiert. Ja. Du bist definitiv nicht der Schlauste deiner Zunft. Ich habe immerhin Physik fertig studiert, ich habe sogar noch einen Doktor gemacht. Trotzdem, die Leute, die wirklich richtig gut sind, ne? Also die ich kenne, so theoretische Physiker, die leben so sehr dafür, wenn ich die fragen würde, wer ist Yoda, sagen die, weiß ich nicht. Genau, und das finde ich an dieser Drosten-Figur so spannend, weil der wirklich offensichtlich auch entrückt ist, also nicht positiv, nicht negativ gemeint, sondern positiv, dass der so dermaßen Das ist nicht mehr entrückt, sondern es ist nicht dieses coole Nerd-Sein, sondern es ist wirklich Nerd. Also die leben für dieses Gebiet. Ich habe einen Kollegen in Mannheim, der für mich gerade für meine Skripte, also ich halte halt die Physikvorlesungen und gebe Skripte aus, mache Übungsaufgaben mit den Studenten, der mir Übungsaufgaben zusammenbaut. Ne? Das ist theoretischer Physiker, super netter Typ, aber der ist, also der findet teilweise Formeln witzig. Und ich sitze daneben und denke so, damit macht man diese Differentialgleichung ist wirklich Date? Witzig. Also, soll ich dir meine lustigste Formel zeigen? Es gibt wirklich Leute, die sind sehr, sehr gut in dem, was sie tun, sind super, also ne, die sind sehr speziell und sehr konzentriert auf ihr Fach, die sind aber nicht diese Nerds, wie sie in Big Bang Theory verkauft werden, die dann nebenbei noch Halo spielen oder so. Ich kann mir Big Bang Theory und diesen Shit auch nicht geben, Reini. Teilweise ist schon witzig. Ich kann da überhaupt nicht drüber lachen, aber was ist denn dein Lieblingsvirologe? Die Bild-Zeitung hat letztens gefragt. Mein Lieblingsvirologe? Ich kenne den Drosten, ich kenne sonst keinen fucking Virologen. Hallo, Dr. Hendrik Streeck, der Uni Bonn, der kalte Engel. Keine Ahnung. Kennst du ihn nicht? Der sitzt bei Stern-TV in so einem Kackstuhl, wie wir den heute haben, die ganze Zeit. Der sitzt jede Woche bei Stern-TV. Steffen Halaschka ist ja so groß. Kennst du Steffen Halaschka? Ich bin Moderator von Stern-TV, der Folger von Günther Jauch. Und Steffen Halaschka ist noch größer als ich, der ist so 5 cm größer. Und der sitzt in diesem Stuhl immer so. Und muss dann immer Fragen stellen. Mh. Und Dr. Hendrik Streeck sieht einfach aus, als wenn er aus einer SS-Napola-Akademie käme. Wirklich ein wunderschönes Gesicht. Dann hat er auch noch so einen Schmiss im Gesicht. Ich würde jetzt sagen, so ein Seitenscheitel, aber es geht ja, nicht leider mehr. Vorbei. Und Dr. Hendrik Streeck ist so ein bisschen der Antagonist zu Drosten. Drosten ist ja der Hobbit. Weißt du, Drosten ist ja so ein uriger kleiner Hobbit. Und Dr. Hendrik Streeck sagt immer so Sachen wie, ja, das wissen wir noch nicht genau. Aber das wissen wir noch nicht genau, finde ich noch okay. Ja, ist das ja auch so. Das ist immer noch besser, als zu sagen, diese Studie ist nichts wert. Wie Dr. Alexander Kekulé. Ich habe keine Ahnung, wie die ganzen Arschlöcher heißen. Ich gucke mir das auch nicht an. Tut mir leid, aber mich haben tatsächlich auch Leute gefragt, was hast du denn als Wissenschaftler? Dazu sage ich habe keine Ahnung, ich bin kein Virologe, aber ich würde denen zuhören, die seit Jahrzehnten auf dem Gebiet irgendwie ordentliche wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht haben und nicht irgendeinem Arzt XY, der glaubt, irgendwie das neue Heilmittel gefunden zu haben. Es gibt genug Ärzte, die auch Homöopathie verschreiben. Das sind keine fucking Wissenschaftler, das sind Ärzte. Das sind halt zwei unterschiedliche Berufe. Entschuldigung, aber das beides wichtig, beides gut, aber unterschiedlich. Ich hätte nie gedacht, dass unsere erste. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Leute da drüben hinschauen, aber die gucken auf die Leinwand. Ich denke schon, du guckst irgendwie, ach Bursche, ja, macht doch nichts. Es ist Ja, aber was glaubst du denn, also das möchte ich jetzt von dir, weil du bist der größte Wissenschaftler in meinem Leben, Reinhard. Weißt du? Oh Gott. Du bist wirklich, für mich bist du der Mann, der mir eben mit Spüle die Hand abgebrannt hat und sich live auf der Bühne so einen komischen Pedoschnitt hat schneiden lassen. Bist du eine wissenschaftliche Instanz. Du bist der Alexander Humboldt, Ich sehe so ein bisschen aus wie Elon Musk, bevor er sich die Haare transplantieren ließ. Ihr müsst mal Old Elon Musk Fotos googeln. Der sieht ja mittlerweile auch so schrankig aus, so wie Jeff Bezos von Amazon. Das waren richtig hässliche Bastarde, bevor sie reich wurden. Der hat sich Haare transplantieren lassen. Ich dachte mir, bevor es so peinlich wird, dass ich mir Haare transplantieren lasse, lasse ich mir die lieber einmal zack weg. Hast du nie überlegt, über Haartransplantation rein? Nee, das ist mir tatsächlich zu armselig. Also dann, dann lieber Glatze. Ich muss aber auch sagen, ich weiß ja von meinem Bruder, dass das okay aussieht. Ja, aber dein Bruder hat ja nicht dein Gesicht. Das ist ja der Schöne von euch beiden. Nee, das nicht, aber wir haben die gleiche Remfordsche Kopfform. Das stimmt allerdings.
Also aber wie fühlt sich jetzt an, so, wenn du da so rübergehst? Ist hier oben schon ganz gut. Also da geht heute Nacht noch ein bisschen. Also ich habe echt gedacht, ich kacke mich ein, als du eben diese Maschine aus dem Ding holst. Nee, komm, passt schon. Das hast du wirklich? Das war, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Nee, das mache ich morgen beim Frühstück, okay? Nee, den Rest macht meine Frau heute Nacht. Und, und dann schön mit einem Nassrasierer. Ich wollte ja einen Wilkinson Protector haben, ne, weil ich mir nicht, ich wollte mir die Haare abrasieren, aber nicht die Kopfhaut wegschneiden. Und so ein Gillette Mach 3 schneidet dir ja die Kopfhaut bis zum Schädel runter. Es gibt aber keinen Wilkinson Protector mehr. Warum? Ist das ausverkauft? Ich habe keine Ahnung. Nee, gibt's nicht mehr. Ich war beim DM, gibt's nicht mehr. Reini, bei deinem, jetzt kommt ein krasser Übergang, jetzt kommt so ein Markus-Lanz-Übergang. Bei deinem Abi-Ball. Oh. Ja, war gut. Ne? Du hast auf die Liste geguckt, ja, oder? Ja, ich habe auf die Liste geguckt. Wir wollten über den fucking Abi-Ball reden. Du hast da eine lustige Geschichte. Ach, guck mal, die haben uns sogar hingeschrieben, jetzt seid ihr fertig, ihr dürft ohne zu stolpern von der Bühne gehen. Deine Frau hat da drauf geschrieben, jetzt seid ihr fertig, ihr dürft ohne zu stolpern von Vielleicht der Bühne gehen. Vielleicht war es auch deine Frau. Nein, das ist die Schrift deiner Frau, das erkenne ich sofort. Ah, okay. Reini, Abi-Ball. Abi-Ball, ja. Hattest du eine Bitch am Start? Nee, hatte ich nicht. Aber beim Abiball hat meine Mutter erfahren, dass ich rauche. Bist du mit deiner Mom da hingegangen oder was? Ja, natürlich. Abiball geht man mit seinen Eltern hin. Nee, meine Eltern waren eh da. Die waren da Lehrer. Also ich weiß nicht, aber ja, normale Menschen gehen da mit ihren Eltern hin. Aber du hattest doch ein Date, oder? Man hat doch beim Abiball ein Date. Nee, eigentlich nicht. Du hattest kein Date? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte ein Date. Mit meiner Ex-Freundin. Wir haben uns 2 Wochen, das wirklich war 2 Wochen vom Abi-Ball getrennt. Meine erste richtige Freundin. Und wir hatten schon die Kleidung zusammen ausgesucht für den Abend. Meine Oma war dabei. Ich sah aus wie ein junger Bestatter. Ich hatte so wallende blonde Locken. Du siehst immer noch aus wie ein junger Bestatter. Alter, ohne Scheiß. Könnte Mr. Tschernobyl 2021 mit die Schnauze halten, der neben mir sitzt. Jetzt sieht man die komische, schwellige Penisader auf deinem Kopf noch deutlich. Oh Gott. Die jedenfalls zieht sich durch bis hinten. Alter, da ist alles lang und dick. Du siehst aus wie der Hellraiser. Ach, Reini, jetzt ekelhaft. Jedenfalls, wir haben uns 2 Wochen vor dem Abiball getrennt, weil sie mich beschissen hat. Und das war wirklich schlimm. Ich habe bei ihr, wir waren ein richtiges Paar über 1,5 Jahre. Und sie hatte mich mal gefragt, so nach 7, 8 Monaten Beziehung, hey, wie wär's denn eigentlich, ich habe so einen Freund, also ich habe jemanden kennengelernt auf dem Konzert und ein total guter Typ, der hat die Band, also der ist der Chef von der Band, das ist der Sänger. Ah, da hat man eh mal verloren, ne? Ja. Sänger von der Band hat man hast verloren. Hast du Bock, dass deine Alte von irgendeinem so Sänger weggemacht wird? Jedenfalls, meinte sie allen Ernstes zu mir, wäre es okay für mich als ihrem Partner, wenn sie mit dem mal einen Videoabend mit Kochen machen würde? Ein Videoabend? Ja. Wir würden gern Würstchen im Schlafrock machen. Ja. Der Schlafrock. Ich weiß nicht mehr genau, was meine Antwort war, aber so im Sinne von, lass dich doch gleich im Kofferraum knallen, du Bitch. Jedenfalls habe ich gesagt, ich finde das nicht so gut. Verstehst du? Ja. Ich finde, wenn deine Frau dir sagt, Schatz, ich hätte Lust auf einen Videoabend mit Kochen. Das ist ja, wir wissen alle, was Videoabende kochen. Wir sind Netflix vor Netflix and chill. Netflix and chill, genau. Und ich habe Nein gesagt und musste dann, Alter, sieht das schlimm aus von der Seite, in Gottes Namen. Du siehst aus, als wenn in so einem The Hills Have Eisfilm so eine Tankstelle betreiben würdest. Du hast mir die Mütze weggenommen. Ich hätte das ja komplett wegrasiert. Ich habe keine Ahnung, wo die Mütze ist, Reini. Jedenfalls, erzähl mal weiter. Rasierst du jetzt da weiter? Mach weiter. Reini, komm, das will ich wenigstens für die Nachwelt. Ich meine, deine Frau hat dich vor der Show mit Haaren gesehen. Und das Schlimme jetzt ist, der Akku ist fast leer. Das ja, weiß ich. Du siehst aus wie Cletus, jemand, der Sex mit einer Ziege hat, weißt du? Aber schon gut. Boah, Reini, weißt du, was das Hauptproblem ist? Wir könnten relativ schnell feststellen, dass dir vielleicht Glatze noch gar nicht so gut steht. Und dann bist du echt hart gefickt, Reini. Nee, wie gesagt, ich hatte das ja bei meinem Bruder. Glatze ist okay. Erzähl weiter, lass dich nicht ablenken. Ja, okay. Jedenfalls hatte ich dieses, ich hatte ihr gesagt, möchte ich nicht. Und ein halbes Jahr später habe ich bei ihr gepennt. Sie war im Badezimmer, ich war in ihrem Pentium 2 und dann, hör auf dir das so casual. Das ist doch nicht normal. Keiner führt ein Gespräch, während einer so, kannst du vielleicht noch Voldemort-mäßig die Nase abnehmen oder so?
Können wir dir den Bart auch noch abrasieren? Nee, der Bart bleibt. Das ist das letzte Stück Würde, was mir geblieben ist. Alter, du siehst wie ein fucking Amish aus. Du siehst aus wie jemand, der mit so einer komischen Pferdekutsche durch Louisiana reitet und seine Tochter Mary Lou nennt. Nee, eigentlich siehst du im Moment eher aus wie der Killer aus Last Action Hero, der auf dem Dach steht in dem gelben Bademantel. Aber wird langsam, ne? Also ja, es guckt halt besonders. Kannst du dich einmal umdrehen zur Kamera, damit man diesen nein, das ist dein vorderes. Das ist dein vorderes. Deine Hinterseite dorthin. Das ist der Bügel von dem Mikro, das ist problematisch. Erzähl mal weiter. Ach, geil. Ich filme das einfach weiter, während du dich rasierst. Jedenfalls dann war ich in ihrem Schlafzimmer, sie war duschen, sie wohnte noch bei ihren Eltern. Und da habe ich natürlich auf dem Computer zufällig im Dokumente-Ordner Bilder gefunden, wie sie mit dem Typen rumgemacht hat. Und das hat mir das Herz rausgerissen, das war wirklich schlimm. Ich habe jedenfalls dann, als sie aus der Dusche kam, ihr komplettes Zimmer zu Klump gehauen. Und trotzdem hatten wir zwei Wochen später... Wir hatten zwei Wochen später Abiball und da bin ich mit ihr noch hingegangen. Und boah, war das schrecklich. In Gottes Namen, mit deiner Ex-Freundin zum Abiball gehen. War das so schlimm? Also weißt du, was dann noch kam? Wir haben den ganzen Abend noch so Anbahnung gehabt, dass es vielleicht noch klar gehen würde, dass wir das Ding noch mal über das Eis kriegen. Und weißt du, wer dann um 23.50 Uhr kam? Der Typ von den Fotos. Ernsthaft? Ja, den hat sie eingeladen. Den hat sie zum Abiball eingeladen. Okay. Ich hatte beim Abiball... Du fragst gar nicht, was ich gemacht habe. Nee, warte. Was hast du gemacht? Ich habe ihm in die Fresse gehauen, Reinhard. Und es war richtig heftig. Er ist auf der scheiß Tanzfläche umgefallen. Das war eine Stimmung. Dafür muss man nicht applaudieren. Das war Gewalt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du Gewalt anwendest. Soll ich mal Gewalt an dir anwenden, Reinhard? Aber du hast ja schon Gewalt an deiner Frisur. Alter, links und rechts, wo deine Brille reingeht, sind noch so Resthaare. Das sieht... Ja, oder du siehst aus wie bei der Serie Tschernobyl, die Feuerwehrmänner, die eine Woche, nachdem sie irgendwie offenes Uran angefasst haben, merken so, oh, das war keine gute Idee. Also ich bin vom Beruf Physiker. Ich habe mich schon damit abgefunden, dass ich irgendwann mal an Krebs sterben werde, wegen irgendwelcher Strahlung. Ist das so? Ja, also das Berufsrisiko als Physiker ist schon irgendwie unangenehm. Wirklich? Ja, tatsächlich. Warum? Kleben zusammen. Weil man die ganze Zeit mit irgendwelchem strahlenden Scheiß mit elektromagnetischer Strahlung groß, ne, und so, ist nicht gut. Wirklich? Du bist als Physiker im Labor Scheiß ausgesetzt, der dich theoretisch umbringen kann auf lange Sicht? Nee, das nicht. Also nicht, wenn man aufpasst. Aber das ist so... Wie nicht, wenn man aufpasst? Ja, das ist halt so. Also das Problem bei Physikern ist häufig, dass du denen begegnest und die sagen, ja, ist nicht so schlimm. Wie ist nicht so schlimm? Ja, die Frage, also die Leute, also beispielsweise, ne? Ich habe in den Jahren, in denen ich an der Uni gearbeitet habe, habe ich synthetische Diamanten gemacht mit Mikrowellen-Plasma-CVD. Ja, ja. Also ich habe Mikrowellen-Plasma-CVD. Ja, du fick dich. in Vakuumkammern Unterdruck erzeugt, dort Gase eingelassen, also Wasserstoff. Klingt nach deiner Hose. Und dann mit, halt die Fresse. Was war mit der Vakuum? Du hast Vakuum. Ein ungebildetes Arschloch, ne? Ich bin Diplompsychologe. Weißt du, ne? Ich kann dir helfen, wenn dein Borderline ausbricht. Erstens Diplom, nicht mal ein Doktor. Zweitens Geisteswissenschaft, ne? Das ist das, wo wir in den Vorlesungen immer so gemacht haben. So. Könnt ihr mal? Hallo? Jetzt hupen wieder die Leute, die irgendwie einen Doktor in vergleichender Textilwissenschaft haben. Ja, komm, da könnt ihr euch gerne euren Namen auf euren Brokatvorhang schreiben. Leck mich doch am Arsch. Wo waren wir stehen geblieben? Warum du verstrahlt wurdest im Job. Ah, Marie Curie mit Männertitten. Beispiel. Marie Curie ja genauso. Nee, aber bei uns auch. Also ich habe im Labor jahrelang synthetische Diamanten mit Mikrowellenstrahlung gemacht. Und Mikrowellenstrahlung an sich ist jetzt nicht so gefährlich, aber die Anlagen, die wir haben, die sind ja jetzt nicht irgendwie wie so eine Mikrowelle, die in der Küche steht, wo halt keine Strahlung rauskommt, sondern das war irgendwie eher so, du hast da den Mikrowellenresonator, hast da das Plasma drin und guckst mal so, ach ja, da ist ein Schlitz, guckst mal, nimmst du den Mess, also das Messding, ne, so ist da ein Leck, hältst in die Richtung, siehst du, zack, bis zum Anschlag rausgeschlagen, denkst dir so,
Oh, nimm ich mal eine LED. Also meine Anlage hatte so viele Lecks, du konntest eine LED nehmen, ein Stück Draht, ein paar Schlaufen wickeln und daneben halten und die LED hat angefangen zu leuchten. Okay, aber weil halt, was heißt Lecks? Also, ja, Mikrowellenlecks. Also aus meiner Anlage kamen halt Mikrowellen raus, relativ viel. Aber man lernt das halt als Physiker einzuschätzen, ne? Also so nah dran, wenn die Hand in die Hände... Ich kann nicht mehr ernst nehmen mit der Frisur, ohne sagen, wie jemand, der aussieht, als wenn er irgendwie ein Verhältnis mit dem Kamel hätte, sagt, ja, er lernt das einzuschätzen. Die Hälfte der Frisur liegt auf seiner rechten Schulter, Reinhard. Aber freiwillig gewählt. Ja, wirklich. Aber was heißt denn Mikrowellenlecks? Also das, was in der Mikrowelle drin ist? Ja, tatsächlich. Also kommen halt Mikrowellen raus. Das heißt, du konntest, wenn du tatsächlich eine LED in die Nähe meiner Anlage gehalten hast, hat die angefangen zu leuchten, weil da halt Mikrowellen rausgekommen sind. Aber ist das schädlich für dich dann? Ja, ist es. Auf Dauer schon. Aber man sollte halt nicht so nah rangehen. Aber eine Mikrowelle macht doch nichts anderes, als Wasserstoffatome zum Schwingen bringen. Und dann wird es heiß. Richtig, durch ein elektromagnetisches Feld, das sich sehr schnell ändert. Okay. Prost. Prost, Reini. Und... Wir langweilen, glaube ich, gerade. Ja, eindeutig, Reinhard. Siehst Komm, du? Zeig das Ficky-Ficky-Video. Hatten wir noch? Nee, wir haben anderes. Wir haben das Video, das wir gerne zeigen wollten von diesem großartigen Film. Das ist, Reinhard, wir haben 10 Uhr, wir können den Film nicht mehr zeigen jetzt. Meinst du nicht? Also, okay. Geht 2 Minuten. Komm, der Film muss noch. Ich muss auch schon seit 20 Minuten pissen. Ist mir doch scheißegal, Reinhard. Um euch das kurz einzuordnen. Ich habe mit Reinhard vorher darüber gesprochen, was wir hier machen können. Reinhard hat sich wieder eingekackt wie eine Sissy. Wie immer, ne? Copyright! Am Ende meldet das einer der GEMA. Weißt du, hat er sich irgendwie die Inkontinenzbündel vollgeschissen. Ich habe gesagt, hallo, die Menschen, die herkommen, das sind Freunde, das ist Familie, das sind Leute, denen würde ich Blut spenden, wenn sie keins brauchen. Die mögen mich, aber dich nicht. Ja, egal, aber die würden uns doch nirgendwo anschwärzen, Reinhard. Jedenfalls, ursprünglich wollten wir euch gerne Gina Wild 16 Minuten zeigen. Nur Dialoge. Das heißt, Gina Wild zusammengekürzt, keine Bumsszenen mehr, sondern nur die geilen Dialoge, wo Gina Wild reinkommt und sagt, oh, was also machen wir denn da? Also der Teil, den man sonst immer überspringt. Ja, aber das ist sehr lustig. Trinkst du gerade aus der vollen Schnapsflasche? Egal. Jedenfalls, das wollten wir euch zeigen. Da habe ich gesagt, Reini, das geht nicht, bla bla bla, das geht alles nicht. Und dann habe ich Reini vorgeschlagen, wir können einen Film zeigen, der selbst schon so viele Copyrights verletzt, dass wir dadurch, dass wir ihn zeigen, wiederum fast keine Copyrights mehr verletzen. Wir haben tatsächlich schon 6 nach. Das machen wir noch kurz und dann will ich mit dir dieses Spiel noch spielen. Oh, scheiße, wir haben das Spiel vergessen, Reini. Ja, aber was machen wir zuerst das Spiel und dann den... Wir machen das Spiel jetzt, Wir machen Reini. Das Spiel. Wir haben nämlich ein Wunder... Wir haben gedacht, wenn wir heute mit euch hier sind, ist das wie eine Party und wir wollen mit euch ein Party-Trinkspiel machen. Was denn? Ja, ich bin ein bisschen angetrunken. Mal mich wie eins von deinen französischen Girls rein. Ich habe folgendes Spiel besorgt. auch wenn es so aussieht, es ist nicht aus, es ist nicht aus dem Online-Shop von Dildo King. Die auch wir wenn, auch sehr mögen. Auch wenn man diese Teile einzeln abnehmen kann und sich in den Arsch stecken kann, wenn man will. Es ist ein Partyspiel, das man, warte mal, man kann hier irgendwo die Stromstärke einstellen. Ich mache das mal an. Ich stelle es mal auf 1 von 4 und es ist jetzt gerade eingestellt für 2 Spieler. Nimm mal Reinhard, bitte. Ich habe schon keine Haare mehr. Ja, ist egal, jammer nicht. So. Okay. Es ist ein Trinkspiel und zwar hat jeder von uns jetzt einen dieser Drücker in der Hand und wenn wir in die Mitte drücken, dann beginnt... Kann man das sehen, Reinhard? Ja. Das ist, wenn wir hier in der Mitte... Du siehst aus wie hingekackt. Ja, komm, mach, Euft. Oh. Ich sehe ein bisschen aus wie der Böse aus Flash Gordon. Ja, ein bisschen, Reini. Wenn man jetzt hier auf die Mitte drückt, startet das Spiel, das leuchtet rot und dann wird es irgendwann grün und wer dann zuletzt drückt, bekommt einen Elektroschock. Du bist doch betrunken. Sieht man das? Also wer von uns auch mal als letztes... Stopp, was kriegt man? Elektroschock. Da, klein. Ist aber auf Stufe 1 von 4 gestellt. Also nicht so viel, wird ein bisschen wehtun. Also wer zuletzt drückt, nachdem es grün geworden ist. Man darf aber nicht zu früh drücken, weil dann kriegst du auch einen Schock. Was? Wo muss ich denn da drauf? Da drauf musst du drücken, wenn das gleich aufhört, rot zu sein. Ich drück mal. Das ist doch gar nicht rot. Ja, noch nicht, aber warte. Warte mal, der Sound. Wie, welcher der Sound? Reini, was machen wir denn jetzt? Wenn es grün wird, musst du drücken. Ah, fuck! Du Wichser. Alter, das war Stufe 1. Und nun kommt Stufe 2. Wir können auch direkt auf 4 gehen, wenn nein, du nein, 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 nein. Stufe, oh, Alter, das tut voll weh. So, warte. Jetzt, ey, ich schwitze schon an die Hände, Reinhard. Oh, Scheiße. Du hast wirklich nichts mehr zu verlieren. Wir können das auch so
Nein, das machen wir nicht, Reinhard. Okay, warte. Das ist witzig, das ist wirklich witzig. Nein, Reinhard, nicht das witzig, wo man Leuten sagt, das ist witzig. Wenn ich sage, so, jetzt kommt was, ein Witz. Nein, Mario Barth ist nicht witzig. Das okay, hier ist drück. Witzig. Komm, mach. Also, stopp. Das leuchtet auf, die Musik kommt und ich muss drücken, wenn es grün wird. Genau. Okay. Warte mal, gucken, man muss ja auch hören. Warum musst du denn immer, man hört weil, das doch, weil, bist du taub oder was? Ne, du hörst das, die Leute aber nicht zwingend, weil das Mikrofon ist hier. Das Ding. Ich habe ein bisschen Schiss. Oh, ich habe auch hart Schiss. Wie lange dauert das? Oh, fuck, Alter, Scheiße, aua, Reini, au, bist du doof? Was ist das für eine Scheiße, Reini, aua. Hat was, oder? Ja, was ist das für ein Shit? Komm, so, mach, mach. Das kommt doch schon wieder, nimmst du die Hand. Nee, au, fuck, warum ist das schon wieder ausgelöst? So, das war Stufe 2 von 4. Nein, ich will nicht mehr Stufe 4 rein, ich komm schon. Komm, warte mal, Stufe 4, so, nimm. Komm, du Pussy. Das ist nicht so geil, Reini, ey. Ach komm, das ist witzig. Du hältst es doch wie ein Arschloch. Reinhard. Ah! Fuck, Reinhard. Okay. Arsch, du blöder Arsch. Aua. Die 20 Euro war es wert. Das war eine Scheiße. Okay, so, damit haben wir das Spiel durch. Das können wir nochmal machen. Das können wir irgendwann im Podcast nochmal spielen. So. Aua. Das war jetzt nicht, das tut verdammt. Du bist echt, tut weh, ne? Ja, das tut weh. Die Stufe 1 tat schon weh. Du bist doch weh. Besoffen, warum bist du schneller als ich? Denk mal drüber nach. Ach, verdammt nochmal. So, kommen wir zurück zu dem Film, den wir noch zeigen wollen. Also, wir haben schon was. Boah, ich muss echt pissen. Geh, Reinhard, während der Film läuft. Ja, das mache ich jetzt, während der Film läuft. Das war ein Scherz, du gehst jetzt nicht, doch, bist du bescheuert, hallo, die Show läuft, die Leute haben Eintritt gezahlt. Ja, der Film läuft, der läuft eh 2 Minuten, dann kann ich auch schnell pinkeln gehen. So, Film. Stopp! Es geht um diesen Film. Dieser Film heißt The Man Who Saved the World. Es gibt übrigens einen zweiten Teil. 2006 wirklich? Erschienen. Ja, 2006 erschienen, aber als Komödie geplant. Der hier war nicht als Komödie geplant. Das ist einer der meiner Meinung nach der schlechteste Film, der jemals gedreht wurde. Zwei türkische, in der Türkei sehr bekannte Darsteller, so auf der Höhe von einem Lauterbach oder einem Ochsenknecht. Also zwei Typen. Drehen einen Film, sie drehen nicht, sie sind die Hauptdarsteller des Films. Dieser Film wurde in den Bergen um Ankara herum gedreht. Den Mann, den wir dort vorne sehen, der heißt Cüneyt Arkın und ist wirklich sehr bekannt in der Türkei. 1982. Dieser Film ist auf einem unter allem Sauniveau. Der Anfang ist, sie fliegen in Flugzeugen oder in Spacefightern in den All und im Hintergrund sieht man, dass der Todesstern aus Star Wars projiziert ist und dazu läuft die Musik von Indiana Jones. Die haben einfach jedes Copyright gefickt, das man sich vorstellen kann. Der ganze Film ist vollgepackt mit Kacke. Eine einzige Katastrophe. Und ganz am Ende gibt es einen Endkampf gegen den Bösewicht. Der Bösewicht sieht aus wie Dr. Fu Manchu, der zwei Damenbinden ins Gesicht geklebt hat. Und diesen Endkampf gegen den Bösewicht möchten wir euch jetzt gerne präsentieren. Der geht exakt 2 Minuten und derzeit gehe ich tatsächlich... Stopp, während du das drückst, das muss ich noch dazu erwähnen, der Bösewicht wird am Ende der Szene in der Mitte durchgehauen und bitte achtet mal drauf, wie sie umgesetzt haben. Und das ist ein Kinofilm gewesen, der lief in der Türkei im Kino. Aber auch nur in der Türkei, nirgendwo außerhalb. Ja. Wie sie umgesetzt haben, dass der Bösewicht jetzt in der Mitte durch ist. Reinige Kacken, los. Ja, nee, ich muss pinkeln tatsächlich. Und... Das ist der Bösewicht. Ich will nicht. Vielleicht kennt ihr diese Musik irgendwoher. Allein wie er sich umguckt. Es ist ein Kinofilm, ein echter Kinofilm. Bushido wird in der Mitte durchgehauen.
ist er in der Mitte durch. Zack, nur noch die Hälfte von ihm ist da. Ein genialer Effekt. Und da sind sie wieder, die Starfighter. Einer der besten Filme aller Zeiten. Einer der besten Filme aller Zeiten. Ich weiß nicht, was danach kommt. Weiter bin ich nie gekommen. Ich habe immer gekifft während des Films. Ich glaube, gerade geht die Welt unter. Ja, allein das, sie haben Schwarzblenden über die Hälfte seines Gesichts gelegt. Reini, wie lang ist denn? Reini ist gar nicht mehr da. Da. Reini, du bist pünktlich wieder da. Es ist alles gut ausgegangen, Reini. Alle haben überlebt. Großartige Szene, oder? Eine großartige Szene. Da. Ach, die Türken. Die können Hollywood. Oh, jetzt kommt noch das, wo er die komische Agneta von ABBA abknickt. Ja, guck mal, ich habe eine blaue Bomberjacke für dich an, du wildes Huhn. Und jetzt gehe ich aus dem Bild. Allein der Sound, das klingt, als hätte ich das mit Super 8 Projektor von meinem Opa Ignaz aufgenommen wird. Ach, wie geil das denn ist. Guck mal, da fliegt einfach der Millennium Falcon einfach weg. Das ist wirklich im Kino gelaufen, das müsst ihr euch mal geben. Das ist ungefähr so, als ob wir hier auf der Bühne stehen würden und zwischendurch Matrix einspielen würden und sagen würden, ja, das sind wir. Ja, kein Ding, sehr schöner Filmclip. Ne? The Man Who Saved the World, Reini. Schönes Ding, ne? Ein schönes Ding. Es gibt auch eine Dokumentation dazu, wie der zustande gekommen ist. Also die haben wirklich, die haben alles geklaut. Ne? Also die haben bei Star Wars hingeklaut, die haben bei Indiana Jones die Musik geklaut, wie man gerade gehört hat. Die haben bei allen möglichen Filmen, die es gerade gab, halt geklaut ohne Ende. Die haben einfach Szenen von anderen Filmen in ihren Film reingeschnitten. Die Frechheit muss ich dir mal vorstellen. Das wäre so, als würden wir hier zwischendurch so ein Stand-Up-Programm von Louis C.K. reinschneiden, der ja, so oder irgendwie so 5 Minuten von hier gemischtes Hack oder so. Kenne ich gar nicht. Was machen die denn? Nicht, auf so. Warte mal. Was? So, Grüße an Felix und Tommy. Oh, ich habe auf dein MacBook gesabbert. Ja, ja, ist Reini, egal. Was ist das? Nee. Das trinke ich nicht mehr. Nee. Uah. Das ist die Festivalzahl. Boah, ist das noch widerlich, Reinhard. Hör mal, wenn du viel auf Festivals warst, Reini, ja. Wir müssen ja jetzt langsam, weißt du, wir das müssen Mainstream langsam... Mainstream findet dieses Jahr ja leider nicht statt. Reini und ich wären dieses Jahr gemeinsam auf dem Mainstream gewesen. Ich bei Offspring, Boy Sets Fire in der ersten Reihe mitgefeiert. Silverstein. Habe ich noch nie gehört. Sum 41, Fat Lip. Die sind wenigstens noch dabei. Also das Mainstream wurde auf nächstes Jahr verschickt, also verschoben. Aber meine Lieblingsband Silverstein ist leider nicht dabei. Sie haben leider keine Zeit mehr. Aber nächstes Jahr kommen sie wieder und Reini wird in der letzten Reihe stehen, doof gucken. Und ich werde wieder abgehen, wie immer, Reini. Ist geil, ja. Yeah. Und also, wenn wir jetzt über Musik reden, Reini, ne? Ja. Gibt es bestimmte Konzerterlebnisse, an die du denkst? Soll ich dich ins Krankenhaus fahren, nach dem, was wir hier tun? Ich überlege gerade. Ich muss sagen, das erste größere Konzert, auf dem ich war, so armselig, ja. Das erste wirklich große Konzert, auf dem ich war, war in der Philipshalle in Düsseldorf und das war Rammstein. Echt? Ja, Rammstein, hallo, wenn mir heute jemand Karten für Rammstein geben würde, würde ich immer noch hingehen. Also, aber die haben noch in der Philips-Halle gespielt, das muss ja richtig lange her sein. Dann. Düsseldorf, ja, das war, ich weiß nicht, 97, 98 oder so, das war das erste richtig große Konzert, auf dem ich war. Das war in der, wie gesagt, Philips-Halle Düsseldorf und das war, also Bühnenshow von Rammstein, selbst wenn man die Musik nicht mag, ne, also nicht mögen würde und ich fand die damals gut, die Bühnenshow von denen ist krass, also die ist halt gut, ne, ja. Und was ist deine Erinnerung an dieses Konzert? War gut. Ich habe 3 Tage danach nichts mehr gehört, weil ich zu der Zeit noch so dumm war, keinen Gehörschutz mitzunehmen. Wenn ich heute auf ein ordentliches Konzert gehe, dann mit Gehörschutz. Also mit so, ne, so Filter für Ohren und mein so. Mein allererstes Konzert waren die Kassierer. Die sind übrigens auch beim Mainstream nächstes sehr Jahr. Sehr gute Männer. Ich war 13 Jahre alt. Meine Wurdest Freunde du angepinkelt? Sebastian, ich...
Das ist was, was man bei einem Kassiererkonzert ernsthaft fragen sollte. Also wenn man in den ersten zwei Reihen steht, ist die Gefahr, angepinkelt zu werden, relativ groß. Ich war mit meinen Freunden Sebastian Fries, Patrick Halfmann, wir waren alle da, es war ein schöner Abend. Die haben gesagt, komm mit, das ist Punkmusik. Ich habe gesagt, ja, ich bin ja auch ein Punker im Herzen. Ich war 13. Hattest du mal bunte Haare? Ja. Welche Farben hattest du? Rot und Grün. Ich hatte Rot, Grün, Blau, Orange und irgendwann mal alles gleichzeitig, weil es sich nicht mehr rausgewaschen hat. Du sahst aus wie ein gekotztes Wassereis. Ja, so was? Wie jetzt. Jedenfalls, ich war auf diesem Kassiererkonzert. Ich hatte von dieser Band noch nie was gehört. Und ich stehe in der ersten Reihe mit meinen Kumpels und der fette, stinkende, nackte Sänger Wölfi kommt nach vorne, pisst in die erste Reihe und singt. Und er hat mir ins Gesicht gepisst und ich gucke mich nur an, so geil, der hat dir ins Gesicht gepisst. Und ich dachte so, ist das wirklich wie Konzerte ablaufen? So großartige Lieder wie Blumenkohl am Pillemann, ne? Wie kommt der denn da dran? Genau. Ich glaube, ich habe Lepra an meinem Schlauch. Das kommt offensichtlich vom häufigen Gebrauch. Prost, Reini. Prost. Ich will das nicht mehr hier anstoßen. So. Ich hab in den 90ern auch viel schlimme Musik gehört. Und manchmal ist ja so, dass man Musik, die man geliebt hat, später hört und merkt, das ist ganz schlimme Scheiße gewesen. Was war das Peinlichste, wovon du je eine CD besessen hast? Mr. President Coco Jumbo. Ja, das war Coco Jumbo, ja, ja, ja. Bei mir war es in meiner Jugend tatsächlich das Modul. Was ist denn das Modul? Das ist so Techno-Scheiß in den 90ern. Also Kraftwerk in Kacke, oder was? Ja, Kraftwerk in Scheiße. Kraftwerk hat letztens in der Lichtburg in Essen gespielt. Wirklich? Und ich wäre ernsthaft gerne hingegangen, wenn eine Karte nicht irgendwie 200 Euro gekostet hätte. Aber die machen doch nichts, oder? Die stehen da und dann... Ja, aber die machen gute Musik. Kraftwerk macht echt gute Musik. Ja, aber... Siehst du? Ein einzelner Specht ist begeistert, wo wir gerade bei Musik sind. Ne? Es gibt ja diese Alliteration am Arsch-Playlist mit guter Musik und mit der Musik, die Basti empfohlen hat. Wer empfindet, dass mein Teil dieser Playlist ordentliche Musik Lichthupe. ist? Wer empfindet, dass Bastis Musik ordentliche Musik ist? Siehst du, sind weniger. Ich rasiere dich gleich nochmal ein ganz kleines Schwein. Jedenfalls, meine Lieblings-CD damals war Mr. President. Mr. President. Wegen der Musikvideos? Na ja. Hast du dir einen runtergeholt zu denen? Ja. Zu der Blonden von Mr. President. Ich fand Blümchen ja geil. Blümchen? Ja, Blümchen. Och, Blümchen auf, fand ich geil. Blümchen ist so also eine Masturbationsfantasie für Leute, die war doch so bieder. Aber geil. Mal ohne Scheiß, wenn ich Blümchen heute begegnen würde, würde ich auch denken so, hallo? Ich hab mal zu ihnen gewichst. Oh Gott, aber du würdest sie siezen, das ist ja schön, Reinhard. Ich würde, Reinhard, hör auf, dass du trinken jetzt. Ich würde, ich habe mal zu Mr. President, also ich war mal beim NDR oder so eingeladen. Und saß dort mit der Moderatorin, nettes Gespräch, eine gute Frau, wirklich Mitte, Anfang 40, gut drauf. Und wir haben gequatscht und sprachen auch über die 90er. Und dann sagte sie, was war denn deine Lieblingsmusik in den 90ern? Und ich sagte, ja, natürlich Cobain, Nirvana, bla bla blub. Und besonders gern mochte ich Coco Jumbo von Mr. President. Und dann sagte ich, wirklich? Sagte sie, und ich sagte, ja. Und da war aber das Mikro schon aus. Und da habe ich gesagt, ich habe mir immer auf die Blonde einen runtergeholt. Dann schaute sie mich an und sagte, ich bin die Blonde von Mr. President. Und die ist, wie sich herausstellt, mittlerweile Radiomoderatorin beim NDR. Und das war die unangenehmste Situation in meinem ganzen fucking Leben. Das erinnert so ein ganz klein bisschen irgendwie an... Erinnerst du dich an die Band Erotic damals? Oh ja. Mit Shred Come to Bed und ich weiß nicht, wie sie sonst noch alle hießen. Ey, wie schlimm die 90er waren, ne? Die 80er waren ja schon bei, die 90er haben dann nochmal getoppt. Warst du mal auf der Love Parade? Nein, Reini, ich war nie auf der Love Parade. Echt nicht? Nein. Ich kann mir dich auch wirklich nicht vorstellen mit einer Bauarbeiterweste und weißen Handschuhen, wie du oberkörperfrei zu Marusha tanzt. Ich war da. Bei Warum? Blumen, weil die in Essen war und vor meiner Haustür lang gelaufen ist. Du wolltest nur zum Aldi und hast da mitgetanzt. Nee, ich war tatsächlich da, ich fand's geil, war witzig. Alle Leute waren dicht und haben Spaß gehabt und gefeiert. Blue Man Group. Das war das Jahr vor Duisburg. Aha. Ja. Reini, wir sind am Ende. Ja, wir müssen mal so langsam. Wir haben schon fast eine halbe Stunde überzogen. Ja, Reinhard. Liegt daran, dass wir leicht betrunken sind. Nein, sind wir nicht. Es ist so. Du nicht, aber ich... Wir wollen uns bei euch allen, die heute Abend hier wart, bedanken.
Sehr, war, sehr bedankt. Warte, halt die dafür, Schnauze, dafür stehe ich auch nochmal auf. Ich versuche das gerade abzumoderieren. Ja, ja, warte, es lass war, mal daneben. Es war wunderschön. Es war wunderschön mit euch. Wir haben es sehr genossen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute alle zur ersten Alliteration am Arsch Live-Show gekommen seid. Für manche von euch, die jetzt enttäuscht sind, denken, wow, wir haben diese Wichser nicht mehr vorbereitet. Was für eine Scheiße. Wir haben einen noch weniger vorbereitet. Es hat uns trotzdem viel, viel Freude gemacht. Wir haben gemacht. Schon deutlich mehr vorbereitet als sonst bei den Podcasts, die das wir aufnehmen. Das stimmt allerdings, deutlich mehr. Und sonst rasiere ich dich auch ja, nicht ja, beim Podcast. Weniger. Also zumindest nicht öffentlich. Jedenfalls ist es so, wir hatten einen wunderschönen Abend mit euch. Für die von euch, die jetzt nicht nach Hause müssen, um den Kindern eine Brust in den Mund zu halten, oder was weiß ich, morgen früh beim Sozialamt zu arbeiten oder so. Die bleiben gerne noch stehen. Reini und ich kommen rum. Wir legen uns auf eure Motorhauben. Reinhard wird auch ein persönliches Haar auf jede Motorhaube hinterlassen. Wir machen noch Fotos mit jedem, der bleiben möchte. Und jetzt zum Abschied. Reinhard und ich hatten vorher eine Diskussion darüber, wie beenden wir diese Show. Und ich bin alter Freund der Weisheit, man sollte eine Show immer mit einem Lacher beenden. Und wir haben uns überlegt, Kinderfotos von ihm zu zeigen, sein Abiturzeugnis einzublenden. Aber nein, wir haben uns dazu entschieden, ein Video, das Basti mir geschickt hat, von einer Dame, die sich darüber auslässt, wie sehr sie doch Fan von Justin Bieber ist, damit unsere Show zu beenden. Wir lassen das unkommentiert stehen und gehen einfach von der Bühne. Genau. Ihr seht jetzt ein Video, mein Lieblingsvideo aller Zeiten, glaube ich. Ich darf jetzt auf der Bühne nicht lachen, weil mir dann ausgelegt wird, ich würde mich über Zurückgebliebene lustig machen. Aber es ist einfach so lustig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Es war wunderschön bei euch. Danke, dass ihr da wart. Prost. Reini, eine Erinnerung. Stopp. Warte, willst du noch ein Foto machen? Nein, wir machen noch ein Video. Ich komme mir vor wie so einer, der Autos dirigiert, weißt du, aus so einem Containerschiff oder so. So, warte mal. Wir machen noch ein Erinnerungsvideo. Das war die erste Alliteration am Arsch Live-Folge. Es war genauso chaotischer Bullshit, wie ich erwartet habe. Ja, richtig. Ich filme in die falsche Richtung. So, warte. Nee, warte. Oh, Mast, jetzt läuft das schon. Rein, warte nochmal. So, umgedreht. So. Oh Gott, Alter, du siehst aus wie... Alter, sieh scheiße aus. Du siehst aus wie eine fucking Klöte rein. Ja, was hast du denn erwartet? Weißt du nicht, mein Bruder sieht gut aus mit Glatze. Ja, dein Bruder ist auch der Schöne von euch beiden Embryonen. Mein Bruder ist der Rallye-Lehrer. Ja, richtig. So, das war Alliteration am Arsch live. Das erste Mal überhaupt. Und wir waren in Frankfurt. Es war wunderschön. Frankfurt! Vielen Dank, Frankfurt! Und Reinhard sieht aus wie ein Penis. Ein schöner Penis. Tschüss, ihr Süßen, wir kommen gleich zu den Autos. Viel Spaß mit Justin Bieber. Justin Bieber. Bam, bam, bam. So, bam, 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 bam. Danke, schön, dass ihr da wart. Es war wunderschön danke, mit euch. Danke. Wir haben euch lieb. Tschüss, bis gleich, ihr Süßen. Was für ein